Meine Pronomen sind Xi Xir. Meine Pronomen sind Fischstäbchen und Bowlingkugel. Pronomen sind nicht das gleiche wie Dinge, die empathischer sind als du. In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, ich bin Noah, ich bin Ace, demiromantisch und aplatonisch. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, bin weiß und bin 35 Jahre alt. Hi, ich bin Delphine, Pronomen MMs. Ich bin 26 aus NRW in Deutschland. Und ich bin Raven Collector und damit gehören zu meinem Labelberg zum Beispiel Aro Ace, Agender Flux, Voidarian Flux, Genderpunk, Nomi Fluid Flux und Spoonie. Und heute haben wir noch eine Gastperson dabei. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin Lena, Pronomen sie oder they, aus NRW. Ich bin weiß und Aro Ace ohne jetzt genau im Mikrolabel. Genau, und behindert. Vielen Dank. Delphine, möchtest du kurz zusammenfassen, worüber wir heute reden? Ja, heute ist unser Thema geschlechtersensible Sprache. Und da klären wir erstmal, was das eigentlich ist, warum wir überhaupt gendern bzw. geschlechtersensible Sprache nutzen und was so die verschiedenen Möglichkeiten sind und deren Vor- und Nachteile. Und dann schauen wir uns noch an, wie das Ganze mit dem Thema Barrierefreiheit aussieht. Super, dann starten wir gleich mal los. Bevor wir jetzt in die Folge starten, habe ich hier einmal die Inhaltswarnungen, Content Notes für euch dabei. Für die ganze Folge gelten implizierte Transfeindlichkeit, Nichtbinärfeindlichkeit, Agenderfeindlichkeit, Sexismus, Patriarchat, Ableismus, binäres Geschlechtersystem, teils binäre Sprache, Tokenism in Bezug auf Behinderung, hier zum Beispiel das Vorschieben von Sorge als Grund, nicht geschlechtersensibel zu formulieren, ohne dass das der eigentliche Grund ist und oder während es nur symbolischer Einsatz ist. Und Unsichtbarmachung. Alle Inhaltswarnungen, die nur für Abschnitte der Folge gelten, findet ihr wie üblich mit genauen Zeitangaben in unseren Shownotes. Das wären diesmal Diskriminierung in Bezug auf Pronomen, an zwei Stellen ein ableistisches Wort, Othering, rechte sprachkonservative Haltung, aktuelle Politik bzw. Verbote geschlechtersensibler Sprache, sogenannte Genderverbote. So könnt ihr mit den Zeiten frei entscheiden, ob ihr euch gerade mit dem Hören dieser Folge oder Teilen davon wohlfühlt, ihr Stellen überspringen möchtet oder sie zum Beispiel lieber in einer sicheren Umgebung anhören möchtet. An dieser Stelle auch schon mal der Hinweis, dass es über die Formen der geschlechtersensiblen Sprache, die wir in dieser Folge betrachten werden, auch noch ein Dokument als Übersicht inklusive Beispielen geben wird, das ihr euch dann auf unserer Website anschauen könnt. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Dann fangen wir einfach mal an. Was meint denn geschlechtersensible Sprache eigentlich? Also was ist eigentlich Gender und warum sagen wir Geschlecht? Ja genau, also es gibt ja diese Aufteilung zwischen Gender, was dann das soziale Geschlecht meint, und Sex, was dann das biologische Geschlecht meint. Und daher kommt eben auch der Begriff Gender dann. Wir haben uns entschieden, geschlechtersensible Sprache zu sagen, statt gendersensibler Sprache, für den Titel auch und auch generell für diese Folge, weil einerseits oder das große Ding ist, dass dieses biologische Geschlecht, so wie es aufgeteilt wird, also binär, im Endeffekt eigentlich nicht aufteilbar ist. Also das funktioniert einfach nicht. Zum Beispiel, also es gibt ja zum Beispiel Intergeschlechtlichkeit für unterschiedliche Varianten und diese Ausdifferenzierung kann vielleicht manchmal sinnvoll sein, dann müsste sie aber differenzierter gedacht werden und nicht in zwei großen Kategorien, von der ja eine männlich und die andere weiblich ist. Und dementsprechend funktioniert das jetzt.
für uns nicht so gut in dem Zusammenhang. Genau, und die Aufteilung in soziales und biologisches Geschlecht ist auch an der Stelle für die Sprache irrelevant und an vielen anderen Stellen auch, weil wir sind nicht einfach die Summe aus einem, oh, guck mal, das sind unsere äußeren Geschlechtsmerkmale und das ist die Identität, wie wir uns selber einordnen, weil unsere Geschlechtsmerkmale an der Stelle einfach auch keine Rolle spielen. Unsere Identität ist einfach, wer wir sind und wir müssen dann nicht für die Gesellschaft irgendwie noch sagen, das ist aber unser biologisches Geschlecht. Genau. Total. Das ist einfach für das Thema nicht relevant und deswegen auch Geschlecht als eines, also geschlechtersensible Sprache. Ja, dann stellt sich eigentlich direkt die nächste Frage, nämlich, was heißt eigentlich gendern? Ja, das ist ein bisschen paradox, weil gendern eigentlich, also das, was das Wort wirklich meinen würde, heißt ein Wort mit einem Geschlecht in Verbindung bringen. Und entgendern würde dann heißen, kommt drauf an, wie es definiert wird, entweder ein Wort mit allen Geschlechtern in Verbindung bringen oder mit keinem Geschlecht in Verbindung bringen. Aber im Sprachgebrauch hat es sich durchgesetzt, dass gendern heißt, ein Wort mit mehr als einem Geschlecht in Verbindung bringen und nicht gendern dann heißt, das Wort wird nur mit dem männlichen Geschlecht in Verbindung gebracht oder maximal binär. Das heißt, entgendern oder nicht gendern wäre in dem Fall dann das pseudogenerische Maskulinum oder aber die Beidnennung und gendern wären alle anderen Möglichkeiten. Also das hat sich quasi genau umgekehrt und ja, es ist etwas kurios. Ja, genau. Und wir sprechen da jetzt von der deutschen Sprache natürlich. Also natürlich in unserem Fall jetzt. Und da ist noch zu erwähnen, dass Deutsch eben eine gegenderte Sprache ist. Aber es eben auch Sprachen gibt, die nicht gegendert sind. Genau. Ja, also tatsächlich ist sogar deutsche Gebärdensprache deutlich entgenderter als deutsche Lautsprache. Ist jetzt, ich glaube, nicht ganz so entgendert wie Türkisch oder so, aber schon ziemlich, also deutlich weiter als deutsche Lautsprache. Ja, danke. Aber was ist denn jetzt eigentlich geschlechtersensible Sprache? Eine geschlechtersensible Sprache ist eine Sprache, die alle Menschen sichtbar macht und ansprechen soll. Aber nicht nur das, sondern sie soll auch die Rollenbilder, die wir mit verschiedenen Begriffen verknüpfen, reflektieren, also zum Reflektieren beitragen und dass wir diese Rollenbilder aufbrechen. Weil nur eine Sprache, die alle gleichermaßen sichtbar macht, also geschlechtergerechte Sprache, ja, die bringt etwas, aber wenn wir immer noch diese verkrusteten Rollenbilder haben, bringt uns das bei unserem Ziel von Gleichberechtigung und Sichtbarmachung für alle nicht weit genug. Genau, und dann hätten wir noch die geschlechterneutrale Sprache. Das wären dann wenn Begriffe, die kein Geschlecht angeben oder einfach keinen Rückschluss auf das Geschlecht zulassen. Wieso jetzt überhaupt geschlechtersensible Sprache? Warum nicht einfach das generische Maskulinum, also in Anführungszeichen das generische Maskulinum verwenden? Warum nicht sagen, das gilt einfach für alle? Die geschlechtersensible Sprache soll einen Beitrag zur Gleichstellung und Gleichberechtigung leisten, was das pseudogenerische Maskulinum bisher offensichtlich nicht geleistet hat, weil wir sind immer noch nicht da. Und wenn wir in der Sprache nur Männer abbilden, dann sind auch nur Männer sichtbar. Und es führt zum Beispiel zu einem Male Bias in der Sprache, der nicht die Realität abbildet, sondern halt nur Männer. Da gibt es auch Studien zu. Es gab zum Beispiel eine Studie von der Uni Würzburg, die nach 20 Jahren nochmal neu aufgelegt wurde und dieselben Ergebnisse wieder vorgeliefert hat, nämlich, dass Leute beim generischen Maskulinum eben vorrangig an Männer denken. Da kam dann auch raus, dass das Binnen-I und das Sternchen das etwas besser abschwächen können als zum Beispiel die Beidnennung. Aber vorrangig ging es erstmal darum zu schauen, ob sich etwas verändert hat in der Sprache durch das generische Maskulinum in den Köpfen der Menschen.
Genau, und Studien zeigen auch, wir verlinken euch übrigens die Studien alle auch in den Shownotes, da könnt ihr gerne nachschauen, wenn ihr euch das selber genauer anschauen wollt. Ich würde euch da sogar darauf hin, also euch sogar sagen, macht das, weil ihr müsst uns nicht einfach glauben, was wir hier sagen. Das ist dann ungefähr so, wie wenn ihr einfach glaubt, was irgendjemand anderer sagt. Schaut in diese Studien rein, lest euch das durch und schaut euch die Ergebnisse selber an. Findet ihr in den Shownotes. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, nachdem ich hier so ein bisschen abgeschweift bin, weil ich will, dass ihr euch die Sachen selber anschaut. Studien zeigen auch eben, dass die männliche Form sich zum Beispiel auf die Berufswahl auswirkt. Also, wenn zum Beispiel kein generisches Maskulinum verwendet wird, in Stellenausschreibungen bewerben sich mehr Frauen. Oder auch, wenn das generische Maskulinum nicht verwendet wird gegenüber Kindern, trauen sich mehr Kinder verschiedene Jobs zu. Auch wenn sie nicht stereotypischen Rollenbildern entsprechen. Und es bewerben sich mehr Frauen, auch wenn weniger typisch männliche Attribute genannt werden. Und wenn aber das generische Maskulinum verwendet wird, in der Stellenausschreibung, bekommen bei gleicher Qualifikation auch eher Männer den Job. Ja, und hinzu kommt auch noch, dass die rein männliche Form in Stellenanzeigen einfach auch rechtswidrig ist, weil wir haben in Deutschland zum Beispiel 4 Geschlechtseinträge, also männlich, weiblich, divers und kein Eintrag, und die werden in der rein männlichen Form einfach auch nicht abgebildet. Ja, das ist in Und Österreich ist inzwischen auch so. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. nee, sorry, ich wollte nur hinzufügen, dass das im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ja quasi drinsteht, dass die rein männliche Form gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen würde. Genau. Ja, das haben also nicht wir uns hier ausgedacht oder irgendjemand anderer, jemand anderer, sondern das ist auch schon gesetzlich verankert. Und da gibt es auch jede Menge Studien dazu. Die ihr, wie gesagt, in den Shownotes findet. Schaut sie euch an. Ja. Auch alleine, um beim nächsten Gespräch mit Leuten, die meinen, das sei ja alles Quatsch, nicht nur sagen zu können, ja, das ist aber wissenschaftlich belegt, sondern auch ein bisschen konkreter. Das wirkt in der Regel ja noch seriöser. Total, genau. Und neutralere Sprache kann eben dafür sorgen, dass offener über Geschlechterrollen nachgedacht wird und schafft auch Sichtbarkeit und Repräsentanz für die Personen und Geschlechter, die momentan in der Sprache, die verwendet wird, nicht repräsentiert werden und auch nicht sichtbar sind. Genau, und durch diese sprachliche Inklusion können wir auch hoffentlich dann zu einer solidarischeren Gesellschaft kommen. Und vor allem solidarisieren wir uns mit den Personen, die momentan nicht abgebildet werden und denen im Moment nicht die gleichen Rechte, ihre Grundrechte, zum Beispiel in Deutschland laut Grundgesetz Artikel 3 oder laut Menschenrechten eigentlich ja unveräußerlich gehören, also die ihnen eigentlich keiner wegnehmen kann, die haben sie im Moment nicht. Und natürlich, Sprache gibt nicht auf einmal allen die Rechte und sorgt für die Einhaltung, aber Sprache kann Realität abbilden und Denken formen und damit halt auch Realität schaffen. Und damit ist geschlechtersensible Sprache kann ein Weg dahin sein, dass wir endlich zu, wie ich schon erwähnt hatte, Gleichstellung und Gleichberechtigung kommen. Würde ich sagen, kommen wir jetzt mal ins Eingemachte. Und zwar haben wir Vor- und Nachteile verschiedener Arten zu Gendern rausgesucht. Arten, die wir festgemacht haben, sind Gendern mit Satz- und Sonderzeichen, Engendern bzw. Neutralisieren, Zweigenderung oder eben auch Beidnennung von männlich und weiblich könnte man das nennen. Dann haben wir noch eine Kategorie Sonstiges. Und ganz wichtig noch zu sagen, wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht kennt ihr noch andere Arten, das könnt ihr uns dann gerne mal schreiben. Genau, und zu den Arten von geschlechtersensibler Sprache ist noch zu sagen, manche Leute nehmen die geschlechtersensible Sprache oder auch geschlechtergerechte, neutral, je nachdem, was verwendet wird, als Überbetonung von Geschlecht wahr, andere als genau das Gegenteil. Wobei es wäre eigentlich nur eine Überbetonung von Geschlecht zu gendern mit einer dieser Arten, wenn das ja eigentlich nicht so generische Maskulinum wirklich neutral wahrgenommen würde, was es ja, faktisch nicht wird. Dann kommen wir jetzt zu unserer ersten Art. Gendern bzw. gendersensible Formulierungen mit Satz- und Sonderzeichen.
Wichtig zu wissen ist hier, dass vom Gesprochenen hier keine Rückschlüsse auf das gewählte Sonderzeichen möglich ist. Und ja, wir fangen also damit an, also beziehungsweise die meisten Sonderzeichen werden gesprochen als stimmloser Glottisschlag oder Verschlusslaut, kann man das nennen. Beispiel dafür wäre zum Beispiel, also in der deutschen Sprache, Wörter wie Spiegelei oder Glatteis. Genau. Und das erste und wahrscheinlich mit bekannteste Sonderzeichen ist das Gendersternchen oder auch Asterisk. Und genau, fangen wir mit dem einfach mal an. Ja genau, ich würde einfach mal kurz was zu den Vorteilen sagen. Was sind die Vorteile davon, das Gendersternchen zu verwenden? Wir haben als Ergebnis eine neutrale Schreibweise. Das Sternchen steht für auch für alle möglichen Geschlechtsidentitäten, also jetzt nicht nur für Männer und Frauen zum Beispiel. Ja, die Strahlen des Sterns sollen wohl zeigen, dass Geschlechter bzw. Geschlechtsidentitäten in alle möglichen Richtungen gehen können. Also so ein bisschen das Spektrum auch. Ja, und der Glottisschlag ist bereits ein bekannter Laut in der deutschen Sprache. Also eben zum Beispiel wie in den von Noah gerade genannten Wörtern Spiegelei, Glatteis. Ja, eine Spiegelei wäre ein bisschen was anderes. Also gibt schon, muss nicht neu gelernt werden im Grunde. Genau, was oft als Nachteil ja genannt wird, ist, dass es von Screenreader-Programmen als ja Sternchen vorgelesen wird und nicht als Pause. Tatsächlich ist es bei ja Programmen, die zum Beispiel für sehbehinderte und blinde Menschen das vorlesen, was auf einem Bildschirm steht, einzustellen, welches Satzzeichen wie gelesen wird. Das heißt, egal ob Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich, was auch immer, es ist einstellbar, ob das als Pause oder eben als Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich vorgelesen wird. Genau. Und ich sag mal, wenn es vorgelesen wird, ist Sternchen immer noch kürzer als Doppelpunkt. Genau. Da haben wir auch zum Beispiel der Blinden- und Sehbehindertenverband allerdings direkt von Sonderzeichen ab. Unter anderem mit der Begründung, dass es Probleme bei der Wiedergabe geben könnte, wo aber auch reinspielt, wenn eingestellt wird, zum Beispiel, dass der Doppelpunkt unterdrückt wird und immer als ja, Glottisschlag, also als kurze Pause dann vorgelesen wird, dann wird er das halt auch an Stellen, wo zum Beispiel der Doppelpunkt ein Satzzeichen im eigentlichen Sinne wäre. Oder beim Sternchen jetzt, wenn es ein Pflichtfeld in einem Formular markiert. Ja genau, dann gibt es den Punkt oder wird als Nachteil angeführt, dass das Gendersternchen für Menschen mit LRS schwierig sein kann. Das habe ich von einer Person zumindest gehört, aber da besteht auch keine Einigkeit, sage ich mal. Also wir haben auch nach einem Statement noch angefragt. Das hat Delphine für uns eingeholt. Delphine, magst du das mal kurz vorlesen? Das hat actually Lena mir gesagt, dass es keine Debatte bezüglich RLS gibt. Menschen mit Lernschwierigkeiten werden oft als die Gruppe angeführt, für die das ja, Gendern unzugänglich wäre, beziehungsweise binäre Formulierungen zugänglicher wären. Aber da gibt es wie überall Leute, die Sonderzeichen nutzen und Sonderzeichen nicht nutzen. Genau, also LRS fällt jetzt ja eher unter Lernbehinderung und Lernschwierigkeiten ist die Selbstbezeichnung für Menschen, die oft noch als geistig behindert bezeichnet werden. Das vielleicht nur zur Erklärung. Und beim Thema, also da wären wir beim Thema leichte Sprache und wie da geschlechtssensibel gesprochen werden kann. Da gibt es eben, wie Delphine schon meinte, keine Einigkeit. Wir müssen da eben auch bedenken, dass Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind, sehr selten vorkommen in Debatten. Menschen, die ich aktivistisch kenne und so weiter in Gruppen wie Mensch zuerst oder einzelne Aktivisti. Wie gesagt, da besteht keine Einigkeit. Ich glaube, offizielle Richtlinie ist immer noch zum Beispiel zu sagen Lehrer und Lehrerinnen, also binär zu gendern. Aber das wird auch immer wieder debattiert und im Bereich LAS oder Lernbehinderung weiß ich nur, dass es da von vielen als oder von einigen als noch zusätzliche Erschwernis angesehen wird beim Lesen. Aber andere sagen eben auch, dass es also Texte halt so oder so schwierig sind und keine Ahnung, wenn die dann vorgelesen werden oder so, es dann auch keinen Unterschied hat, ob da jetzt noch ein Gender Gap in welcher Form auch immer drin ist oder nicht. Ja, es zeigt ein bisschen, wir haben halt keine komplett homogenen Gruppen, sondern ganz unterschiedliche Menschen mit LRS auch.
Ja, eigentlich genau wie mit Personen, die Deutsch lernen oder nicht gut Deutsch können. Es kann schwierig sein, aber es ist halt nicht für alle schwierig, wenn zum Beispiel das Sternchen bekannter wird, was es bedeutet oder erklärt wird, was es heißt. Dann können Leute da dann auch mit umgehen oder wissen, wofür es steht. Aber es ist halt für manche schwierig, aber es kann nicht gesagt werden, dass es für alle von Nachteil ist, genau wie bei Personen mit Hörbehinderung, ja, oder Lernschwierigkeiten, hat wir eben schon kurz angesprochen. Ich finde es an der Stelle wichtig, weil oft ja die verschiedenen Behindertengruppen vereinnahmt werden als Grund gegen geschlechtsinklusive Sprache. Das kommt aber, also es ist dann einfach ein ja anscheinend akzeptiertes Argument von konservativen und anderen oder antifeministischen Kreisen, die sich ansonsten sehr wenig um die Rechte von Menschen mit Behinderung kümmern, die dann aber sagen, ja, aber die armen Behinderten, das geht ja nicht. Und da würde ich halt ehrlicherweise bei diesen Argumenten vorsichtig sein. Gleichzeitig müssen wir auch den Menschen Raum geben, für die das eine Barriere darstellt. Und wie Finn schon meinte, einfach sagen, okay, es sind unterschiedliche, also es sind die einzelnen Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und es gibt keine homogenen Gruppen und es gibt auch keine perfekt barrierefreie Art, geschlechtsinklusiv zu sprechen. Aber das anzuerkennen, ist ja das eine, das andere, ja, wäre es zu vereinnahmen. Genau, und wie du sagst, weil es keine perfekte Art gibt oder weil verschiedene Arten Nachteile haben und wir werden ja zu den anderen Arten, geschlechtersensibel zu sprechen, auch noch kommen, was da Vor- und Nachteile sind, heißt das ja nicht, dass wir deswegen auf geschlechtersensible Sprache zu 100% verzichten müssen. Nur weil es für manche, also weil manche Arten für Teile von Gruppen Schwierigkeit darstellen können, was wir auch anerkennen müssen. Aber deswegen können wir trotzdem uns darum bemühen, geschlechtersensibel zu sprechen, auf unterschiedliche Art und Weise. Genau, wir haben da auch, da kommen wir später aber noch zu, nur um es einmal kurz schon angesprochen zu haben. Es gibt auch ja Studien, Umfragen dazu, wie verschiedene Arten geschlechtersensibel zu formulieren für Personen, die auf leichte Sprache angewiesen sind, wie gut das funktioniert oder eben nicht gut und auch Personen, die Deutsch lernen, aber da später noch ein bisschen mehr zu. Nur ganz kurz noch der Punkt oder eben angeschlossen an das, was Delphine gerade meinte. Es ist natürlich auch immer die Frage, an welcher Stelle, also über welchen Kontext sprechen wir? Also reden wir über was Gesprochenes, reden wir über was Geschriebenes? Oder im besten Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Homepage haben, können wir ja beides machen, ne? Also wir können es gesprochen machen, was dann zum Beispiel für sehbehinderte Menschen, die nicht auch hörbehindert sind, die Barriere größtenteils abbaut. Wenn wir es geschrieben haben, dann baut es die Barriere für hörbehinderte Menschen ab, die allerdings auch nur bei manchen besteht. Also ich finde es persönlich ganz angenehm, weil ich da mehr Zeit habe zu verstehen, was das Wort ist, weil das ja sozusagen das Wort verlängert. Genau. Und ja, es gibt da wirklich gute Möglichkeiten, die Barrieren abzubauen, auch wenn wir oder wenn wir geschlechtsinklusiv sprechen. Und ich sag mal, geschlechtsnicht oder nicht geschlechtsinklusive Sprache ist ja auch eine Barriere für eine andere Gruppe wieder. Also von daher voll sollten wir uns damit beschäftigen, es möglichst inklusiv zu gestalten, aber ja, jetzt nicht sagen, nee, machen wir nicht. Total. Wir haben dann noch einen Nachteil, der öfters genannt wird, und zwar, dass das Gender-Sternchen wenig verständlich wäre, schlecht lesbar und unzugänglich, dass es Texte leseunfreundlich machen würde und verlängert künstlich, dass die Zeichen in den, also Sonderzeichen in dem Wort irritieren, Sprachästhetik und dass die gesprochenen Pausen unnatürlich klingen. Was die Unnatürlichkeit angeht, haben wir vorhin schon gesagt, das ist Teil der deutschen Sprache, nur halt nicht in den Worten, wo wir versuchen, jetzt geschlechtsinklusiv zu sprechen. Und das ist sicher auch ein großes Stück Gewohnheit. Ich glaube, das stammte von dir, Delphine, dass du gesagt hast, ja, inzwischen stolperst du schon über das pseudogenerische Maskulinum. Ja, sehr. Ja, also ich glaube ich nicht so krass wie du, aber auch immer wieder. Es ist Also ich muss dazu sagen, Gewohnheit macht da viel. genau, von Gewohnheit macht er viel. Ich merke das nämlich auch manchmal. Also ich stolper noch nicht direkt über das pseudogenerische Maskulinum, aber wenn so Sachen zum Ausfüllen sind, merke ich schon richtig, dass es mich persönlich ärgert, wenn es nicht eine auch entgenderte Form irgendwie gibt. Also wenn nur Beidnennung zum Beispiel drin ist oder nur das pseudogenerische Maskulinum, dass mich das richtig stört und ärgert, weil ich einfach dran gewöhnt bin inzwischen. Genau, und früher war das anders. Also vor 6, 7 Jahren habe ich mich noch dran gestört und inzwischen bin ich so dran gewöhnt, dass es mich stört, wenn es nicht vorkommt. Bei Fragebögen oder ähnlichem. Ja,
Und je nach Form geschlechtsinklusiv zu sprechen oder zu formulieren, werden Sätze, Texte ja auch wieder kürzer. Also ich würde auch mal behaupten, dass eine Beidnennung die Sätze viel mehr in die Länge zieht als das Gender-Sternchen oder Gendern bzw. geschlechtsinklusiv formulieren mit Sonderzeichen. Aber ja. Und ich sag mal in den Text erstmal, dass er länger ist, ist eine Barriere für eine bestimmte Gruppe. Ich finde nicht, dass da das Problem ist, jetzt keine Ahnung, mit Sternchen zu schreiben, sondern da müssten an anderen Stellen mal wegen Kürzen angesetzt werden. Also das, finde ich, ist kein Problem, das durch geschlechtsinklusive Sprache auftritt. Punkt 1 und Punkt 2, so ganz komprimierte Texte sind definitiv nicht zugänglich. Das heißt, wenn versucht wird, die Länge des Textes so kurz wie möglich zu halten, aber dafür super viele Abkürzungen reinzuhauen oder, das macht es wirklich deutlich, deutlich unzugänglicher. Also von daher ist dieses, ja, das macht die Texte so lang, ja, also finde ich, ist auch ein bisschen schwaches Argument. Ja, es ist halt eher so die Präferenz von einer Person. Ja, der Text ist zu lang. Ist ja eigentlich, der Text ist für mich zu lang, weil ein zu lang für alle ist ja, wer misst das? Also Finn, du hattest eben gesagt, wir sind keine homogene Gruppen und ja, was für die eine Person zu lang ist, ist für die andere Person vielleicht zu kurz. Das heißt, dass es, bei dem Argument geht es auch darum, was die Person selber ja für Präferenzen hat und was sie vielleicht auch, weil du eben Sprachästhetik nanntest, was sie findet, was sich schön anhört und was nicht. Und das ist halt auch alles sehr viel mit Gewohnheit und ja, dem, was gerade momentan meine Einstellung ist, aber auch, was ich gerade gewohnt bin und was ich dadurch vielleicht auch ja angenehmer und schöner finde. Genau, und zu dem Thema mit, das sei wenig verständlich, gibt es auch Studien, die das etwas anders sehen, um es vorsichtig zu formulieren. Zum Beispiel hat die TU Braunschweig da eine Studie gemacht und hat unter anderem auch das Sternchen in den Texten verwendet und geschaut, ob die Texte dann schlechter verstanden werden oder nicht. Und da kam zwar raus, dass die Form mit dem Sternchen etwas umständlich zu verstehen war, allerdings gehen die Durchführenden davon aus, dass das an der Art lag, wie sie das gemacht haben. Weil sie haben zum Beispiel Sätze genutzt wie jede Mannschaft schickt abwechselnd einen Angreifer in die den sogenannten Raider in die gegnerische Mannschaft. Das heißt, die Sätze waren, es wurde nicht nur das Sternchen genutzt, um zum Beispiel Angreifer in zu nutzen, sondern auch für einen und dann in Sätzen, aber auch mehrfach, sodass es etwas kompliziert auch von vornherein war. Und sie gehen davon aus, dass es daran lag und nicht einfach nur an dem Sternchen. Genau, das erschließt sich aus dem Zusammenhang der Studie. Genau, und der Satz ist ja auch so schon echt umständlich formuliert, also. Ja, genau. Und da sagen sie dann halt auch, dass es braucht mehr Forschung dazu, aber sie schließen am Ende dieser Studie, dass nicht die geschlechtergerechte Sprache oder auch das Sternchen die Textverständlichkeit schwieriger machen, sondern dass sie da an der Stelle schwierig formuliert haben insgesamt und dass da Verbesserungspotenzial ist, aber sie sagen nicht, dass Gender-Sternchen ist unverständlich oder macht Texte unverständlicher per se. Total, und dazu, zu dieser Studie von der TU Braunschweig, findet ihr übrigens auch wieder einen Link in den Shownotes. Also klickt euch da rein, schaut euch das an, nehmt nicht alles für bare Münze, was wir sagen, und schaut euch die Belege direkt an. Genau. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir alles richtig wiedergegeben haben. Also das wäre ja auch unser Anspruch an uns selbst. Aber schaut euch das gerne rein. Es ist auch sehr interessant, sich das mal genauer anzugucken. Genau, und einen letzten Nachteil, der angeführt wird, das sage ich jetzt hier exemplarisch einmal beim Gendersternchen für alle Satz- und Sonderzeichenarten. Sie sind formal nicht rechtschreibkonform. Sie gehen gegen die momentan gültigen Regeln der Rechtschreibung und das wird von vielen oder wird zum Beispiel von öffentlichen Stellen und natürlich auch von GegnerInnen immer wieder angebracht, als das ist ein Problem, obwohl Rechtschreibung etwas ist, was sich ändert. Und wir haben ja zum Beispiel auch Rechtschreibreformen, wo sich dann Schreibweisen ändern. Oder, das ist jetzt nicht auf die deutsche Sprache bezogen, aber Dänemark hatte in den 50ern die Großschreibung abgeschafft. Die gab es davor. Das heißt, es gibt auch immer wieder Änderungen in Sprache. Ob das jetzt zur Vereinfachung ist, ob das jetzt zur sprachlichen Abbildung von Personen ist oder
I mean, oh, jetzt habe ich es gerade schon verwendet, die Anglizismen und, also nicht Anglizismen, aber englische Worte, die immer mehr in unseren Sprachgebrauch übernommen werden und Anglizismen sind auch neue Dinge. Die waren nicht im, weiß ich nicht, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation schon da, sondern sind jetzt da, weil sich Sprache wandelt. Und damit kann dann auch Satz und Sonderzeichen etwas wehren, was ja in den natürlichen Sprachwandel halt im natürlichen Sprachwandel vorkommt und was dann irgendwann das neue Normal ist. Und ja, da geht es einfach darum, ist mir die Verletzung der Rechtschreibung wichtig, die Verletzung der Rechtschreibung, um Leute abzubilden und zu unserem Ziel von Gleichberechtigung und Gleichstellung zu kommen, wichtiger? Oder ist es mir wichtiger, an den Regeln festzuhalten und einem Sprachgebrauch, der problematisch ist? Exakt. Also, ich meine, es ist ja schon auch eine Aussage zu sagen, hey, ich halte lieber die Rechtschreibung ein, so wie sie bei der letzten Rechtschreibreform festgelegt wurde, wo wir ja schon festgestellt haben, das sind keine unveränderbaren Sachen, auch wenn Menschen dazu tendieren, sich drüber aufzuregen, wie Einführung von Schreibung von Sauerstoffflasche mit 3F. da haben genug Leute aufgeschrien, soweit ich weiß. Und jetzt machen wir das ganz natürlich. Nee, aber wie gesagt, es ist halt, wenn ich sage, ich will lieber die jetzigen Rechtschreibregeln nicht verletzen, als Menschen zu inkludieren und ihnen irgendwie einen gewissen Respekt zu zeigen, von wegen, ja, ich sehe dich und ich verwende keine Form, mit der du dich unwohl fühlst. Also das sind schon zwei Dinge, also das finde ich, ist schon eine Aussage, ja, wenn das wer sagt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Sonderzeichen, würde ich sagen, und zwar zum Doppelpunkt. Ich fange gleich einmal mit den Vorteilen an, die die Wortaufteilung, Worttrennung mit dem Doppelpunkt hat. Und zwar haben wir da einerseits mehr Sichtbarkeit für Frauen und dann, aber das ist mehr so ein bisschen anekdotische Evidenz, habe ich von manchen Leuten auch schon gehört, dass sie sagen, es reißt das Wort für sie nicht so stark auseinander wie das Sternchen. Also ich habe das auch meist so im Vergleich zum Sternchen gehört, wenn so drüber geredet wurde, was ist besser, Sternchen oder Sonderzeichen. Okay. Gut, dann würde ich weitermachen mit den Nachteilen. Und zwar, oder eher einer Information. Es wird ja oft gesagt, dass der Doppelpunkt eine Screenreader-kompatible Version, ja, geschlechtsinklusiver Sprache ist. Das ist aber einfach nicht so. Also wir können einstellen, welche Sonderzeichen uns als, ja, Pause und welche uns als, ja, den Namen des Sonderzeichens vorgelesen werden. Also wir können einstellen, wenn Doppelpunkt als Doppelpunkt vorgelesen werden soll oder wenn halt da nichts kommt. Und von daher, der Doppelpunkt ist nicht barriereärmer. Und dann hat der Doppelpunkt einfach wichtigere Funktionen als zum Beispiel das Sternchen oder der Unterstrich. Deswegen ist es eigentlich relevant, dass er auch als solcher vorgelesen wird und nicht einfach als Pause. Das kann zum Beispiel für blinde und sehbehinderte Menschen zu dem Eindruck führen, dass ein Satz schon vorbei ist. Und es kommt noch dazu, dass er ja ziemlich unscheinbar ist, auch einem I sehr ähnelt und deswegen für viele Sehbehinderte und oder neurodivergente Menschen einfach schlecht zu erkennen ist. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass er einfach keine symbolische Bedeutung hat, wie zum Beispiel das Sternchen. Und er wird halt in konservativen Kreisen für die Beidnennung verwendet, also nur Männer und Frauen, nur binär. Genau, und das wird dadurch auch verstärkt, dass es aussehen kann, als würde die weibliche Form einfach nur angehängt, quasi als Anhängsel an die männliche Form und deswegen nur eine Unterscheidung zwischen weiblich und männlich da ist und das männlich immer noch als Norm wahrgenommen wird. Genau, also auch für Personen, die gerade Deutsch lernen oder nicht so gut Deutsch können, könnte oder kann der Doppelpunkt in manchen Fällen auch schwierig sein. Und genauso für manche Menschen mit LRS oder Lernschwierigkeiten, je nach Aussprache, aber auch für Leute mit Hörbehinderung teilweise. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal noch zu einer weiteren Form, und zwar den Unterstrich oder auch Gender Gap genannt. Das ist ähnlich wie die anderen beiden ausgesprochen stimmloser Glottisschlag, also zum Beispiel SchülerIn. Und da gibt es mehrere Formen, zum Beispiel den statischen Unterstrich. Der wird immer zwischen der männlichen und der weiblichen Form gesetzt. Eben Beispiel geschrieben, Schüler-In.
was eben SchülerInnen gesprochen wird. Gibt den dynamischen Unterstrich, da gibt es keine festen Regeln, wo im Wort der eingefügt wird. Da könnte man so Varianten bei, wenn wir beim Wort SchülerInnen bleiben, könnte man auch Schü, also SCH Unterstrich und dann den Rest des Wortes oder eben, ja, eben an der Stelle SchülerInnen, also hinter der Endung oder eben auch mittendrin. Da gibt es keine festen Regelungen und das soll halt einfach zeigen, dass es keine klare Abgrenzung zwischen Identitäten gibt. Genau, und die Vorteile an der Unterstrich-Version, also dem Gender Gap, ist, dass es eine symbolische Bedeutung hat, eben, dass es für alle Geschlechtsidentitäten steht. Und bezogen auf die statische Form soll es das Nichts in Anführungszeichen zwischen binären Formen darstellen und kann dadurch auch Nicht-Geschlechter sichtbar machen, also zum Beispiel Agender. Was ziemlich cool ist. Yep. Ja, Nachteile bleiben natürlich, dass auch der Unterstrich noch andere Verwendungen hat und auch hier die weibliche Form, also die in Anführungszeichen weibliche Form, angehängt wird. So als Anhängsel bleibt irgendwie männlich die Norm. Das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf die statische Form. Auch dieses Nichts, was Delphine eben angesprochen hatte zwischen den binären Formen, ja, ist auch irgendwie, gibt nichts dazwischen. Kann natürlich auch sein, dass das Gender Gap ein Spektrum zeigt oder eben ein Nichts. Es ist ein bisschen Interpretationssache. Ich glaube, das Gender Gap gibt schon Raum für, dass wir das alle für uns selber so verwenden, wie das für uns sich am besten anfühlt. Aber potenziell kann es auch darstellen, dass es nichts gäbe zwischen den binären Geschlechtern, was natürlich ja nicht so ist. Auch das kann für Menschen, die noch nicht so gut Deutsch können, für Menschen mit Lernbehinderungen oder Lernschwierigkeiten schwierig sein. Auch hier, das ist wieder je nach Person sehr unterschiedlich. Ja, und bei dem dynamischen Unterstrich, dadurch, dass es keine festen Regeln gibt, kann das für manche Menschen verunsichernd sein. Und ich glaube, je nachdem, wo der Strich gesetzt wird, kann es auch dazu führen, dass Screenreader das eher buchstabieren als lesen. Also weil solange jetzt bei Schüle Unterstrich drin, ich glaube, das ginge. Aber wenn es jetzt irgendwelche Wörter sind, die eigentlich im Deutschen nicht aussprechbar sind, dann kommt es halt teilweise dazu, dass die Screenreader buchstabieren, was halt sehr umständlich ist. Also wenn dann S-C-H-Ü-L-E, das ist nervig. Ja, ich glaube, bei dem Punkt mit dem Deutschlernen können wir vielleicht noch einmal ausführen. Das trifft dann auch natürlich auf die Doppelpunkt-Version zu. Da geht es nicht nur darum, dass das irgendwie ungewohnt ist und nicht eins zu eins in andere Sprachen übersetzbar ist, mit dem Doppelpunkt Worte zu schreiben, sondern auch, dass der Doppelpunkt oder der Unterstrich oder generell Sonderzeichen meistens auch eine andere Bedeutung haben oder für andere Sachen eingesetzt werden, laut den offiziellen Rechtschreibregeln. Und dann kann es schon mal verwirrend sein, wenn es dann auch zum Gendern eingesetzt wird. Das nur, um das nochmal ein klein bisschen auszuführen. Als nächstes haben wir die Schrägstrichlösung. Dazu muss ich sagen, gibt es zwei Varianten von. Einmal, dass man das Wort in der männlichen Form schreibt, Schrägstrich, weibliche Endung. Und es gibt auch die Variante, dass man es quasi beides nennt, also männliches Wort und dann nochmal weiblich gegendertes Wort abgetrennt durch einen Schrägstrich. Genau, und ich würde jetzt mal mit den Vorteilen anfangen, dieser Möglichkeit zu gendern. Und zwar ist das Gendern mit Schrägstrich fast, also nicht ganz die einzige, aber fast die einzige Form der geschlechtergerechten Sprache, abgesehen von der vollständigen Doppelnennung, die von den Rechtschreibregeln derzeit abgedeckt ist. Dabei ist aber auch noch zu sagen, dass egal wie versucht wird, geschlechtergerecht zu sprechen, bei jeder Form es immer eine Abwägung ist, ob ich mich an die Rechtschreibung halte oder eine Sprache wähle, die andere Personen nicht verletzt. Also zu sagen, ich verwende das nicht, ich rede nicht so, ich gender nicht in dieser Form, weil ich mich an die Rechtschreibung halte, ist einfach ein unsinniges Argument. Und es ist verletzend für Leute, die durch die gewählte Sprache, weil es für eine Person vielleicht einfacher ist oder weil sie ihre Sprache nicht anpassen möchte, verletzt wird oder ja. Genau, außerdem braucht die Rechtschreibung oder auch der Duden immer Zeit und dokumentiert auch Veränderungen in der Sprache im Nachhinein. Also unsere Rechtschreibregeln und alles, was im Duden steht, ist auch deskriptiv, also beschreibend und nicht rein preskriptiv, also vorschreibend. Es geht immer auch um eine Beschreibung der Sprache. Und die Rechtschreibregeln verändern sich eben da auch mit der Zeit. Zum Beispiel hat Dänemark in den 1950ern die Großschreibung abgeschafft.
Genau, und dann haben wir noch einen Vorteil hier zu nennen, und zwar hier wieder, so wie oben, diese Lösung gibt mehr Sichtbarkeit für Frauen. Ja, wir haben als Nachteile viele von denen, die wir schon genannt haben, könnt ihr euch so vorstellen, als würden wir nochmal eine Strichliste abhaken. Es gibt wieder nur die Unterscheidung zwischen der, in Anführungszeichen, männlichen und weiblichen Form. Die weibliche Form wird angehängt, bleibt also das Anhängsel. Dieser Schrägstrich, naja, hat jetzt nicht so richtig eine symbolische Bedeutung, wird auch anders, also anderswo noch verwendet oder hat auch in der deutschen Sprache noch eine andere Bedeutung. Und ist ja potenziell eben auch schwierig für Leute, die nicht gut Deutsch können oder für Leute, die Deutsch lernen oder für die das nicht die erste Sprache ist. Genau. Ja, und daneben haben wir noch weitere Zeichenvarianten, über die wir aber nicht ganz so ausführlich sprechen. Da haben wir zum einen den Punkt, also den ganz normalen Punkt, dann den Mediopunkt, das ist ein Punkt so auf mittlerer Höhe, Sternchen statt einem Punkt über dem I oder auch Ausrufezeichen. Das sind seltener gebrauchte Varianten, aber die kommen auch vor. Da haben wir aber zum einen beim Mediopunkt, der wird auch unter anderem in der leichten Sprache verwendet, auch in einfacher Sprache. Ja, da weniger. Also der wird tatsächlich in einfacher Sprache, wird tendenziell eher mit Bindestrich Wörter getrennt. Und der Mediopunkt ist eher leichte Sprache, auch wenn das natürlich nicht so ganz abgegrenzt ist. Ah, good point. Genau, und die sind aber jeweils dazu da, um zusammengesetzte Wörter optisch zu trennen. Beim Sternchen über dem I haben wir den Punkt, dass das kein geläufiges Zeichen auf Tastaturen ist. Da gibt es auch keinen ASCII-Code für. Das heißt, das Zeichen muss ja selber zusammengebastelt werden, was beim Textschreiben ein bisschen schwierig ist. Bei Handschrift natürlich einfacher, aber am PC zum Beispiel nicht ganz so einfach. Genau. Achso, und zum Mediopunkt habe ich noch vergessen. Der Mediopunkt wird zum Beispiel im Französischen für geschlechtersensible Sprache verwendet. Da wissen wir aber auch nicht genau, wie im Französischen leichte Sprache verwendet wird, ob es da eine Doppelbesetzung an der Stelle gibt. Dann haben wir noch eine Zeichenlösung, und zwar die Klammerlösung. Da wird die weibliche Endung immer in der Klammer hinter die männliche gesetzt. Zum Beispiel Fahrer in Klammern innen oder jede in Klammern R, wobei hier haben wir eine Form, wo mal die männliche hinten dran ist. Oder Maler in Klammern in oder auch in Worttrennungen möglich. Zum Beispiel Kolleg in Klammern in und dann noch N hinten dran. Also Kolleginnen, nur dass das innen halt in Klammern steht. Gleiches bei SchülerInnen, dass das INNE in Klammern steht. Ja. Genau, die Vorteile sind auch hier mehr Sichtbarkeit für Frauen. Und bei korrekter Anwendung ist formal nichts gegen die Klammerlösung einzuwenden. Aber wir haben trotzdem ein paar Nachteile. As always, also wir haben, also ich finde, wir haben ja bei allen Vorteile und Nachteile, es ist immer eine Abwägung, welche jetzt besonders schwerwiegend sind und wo eben was überwiegt. Ja, die Klammerlösung funktioniert im Gesprochenen nicht, lässt andere Geschlechter neben Frauen und Männer unsichtbar. Außerdem wird ja meistens die weibliche Form eingeklammert. Das deutet irgendwie so an, dass das zweitrangig ist, also das, was wir eben schon meinten, dass männlich die Norm ist und weiblich davon abweicht, also immer noch davon abweicht oder das so dargestellt wird, das ist da nochmal extremer. Weil also bei einem Schrägstrich, das wird nicht ganz so oft so interpretiert, aber bei einem Klammer ist immer unwichtiger als das, was außerhalb der Klammer steht oder oft. Also von daher, da braucht es jetzt nicht so viel rein interpretieren. Ja, und as always, naja, nicht as always, aber wie oft kann auch das schwierig sein für Menschen, die Deutsch lernen oder die nicht Deutsch können. Für Menschen mit Lernbehinderungen und mit Lernschwierigkeiten, genau. Und das ist so ähnlich wie im Französischen, wenn jetzt nach einer Klammer noch was kommt. Also wenn ein Wort, ich sag mal mehrfach, zerhackt, klingt so blöd. Das wird ja auch oft gesagt von Leuten, die gegen geschlechtsinklusive Sprache sind. Aber wenn ein Wort, naja, in mehr Teile geteilt wird, dann wird es halt auch beim Hören potenziell schwierig. Also das ist für Leute, die nicht gut hören, die darauf angewiesen sind, sich mit Wortteilen oder Satzteilen das Gesagte zu erschließen. Da ist, wenn es sehr ungewohnt ist, wie ein Wort gesprochen wird, das macht es deutlich schwieriger, es zu verstehen. Das ist, wenn wir es gewöhnt sind mit einer kleinen Pause, also SchülerInnen, das lässt sich, finde ich, als hörbehinderter Mensch sehr gut machen, vor allem, weil ich dann mehr Zeit habe, ein Wort zu verstehen. Also dann habe ich ja mehr Zeit, als wenn nur von Schülern gesprochen wird. Dann, wenn das innen gesagt wird, kann ich noch so im Nachhinein sagen, ach ja, es geht hier um SchülerInnen. Also das ist ganz praktisch. Aber wenn ein Wort jetzt in Anführungszeichen zerhackt ist, dann macht es das etwas schwieriger zu verstehen. Genau.
Ja, ich weiß nicht, ich wollte einfach dann mal überleiten, dass wir bei Sonderzeichen noch eine Sache haben oder eine Sache ansprechen wollten. Und zwar wird ja manchmal Frauen bzw. Männer, vor allem aber Frauen, mit Sternchen hinten dran geschrieben. Und wir haben festgestellt, wir mögen das als Lösung alle vier nicht wirklich. Ja, will irgendwer damit anfangen, was die Vorteile dafür sind oder... Kann ja mal anfangen. Also ein Vorteil ist, dass es so einen Hauch eines vorhandenen Bewusstseins vermittelt, dass es mehr als Frauen bzw. Männer geben könnte. Und es soll halt zeigen, dass Frau und Mann gesellschaftliche Konstrukte sind und dass das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht stimmen muss. Wobei andere Worte wie Geld und... Was? Geld ist auch eine Konstruktion, ist das, was wir sagen wollten. Und andere Konstrukte. Ja, jetzt also verstehe ich. Einfach der Verweis, dass wir einfach ganz viele Dinge haben, die einfach konstruiert sind. Ja, Delphine. Genau, da haben wir irgendwie dann bei Frauen wird dann gesagt, ja, da wollen wir dieses Konstrukt deutlich machen und bei anderen Worten ist es nicht. Und das ist irgendwie auch ein bisschen schade, dass wir dieses Konstrukt dann, dass irgendwo das Bedürfnis besteht, dieses Konstrukt so deutlich machen zu müssen, als dass es uns so klar ist, wie es uns bei Geld klar ist, dass wir irgendwann entschieden haben, Geld hat die Funktion, die es hat. Ja, aber noch zu den weiteren Nachteilen. Frauen mit Sternchen wird besonders häufig verwendet, wenn eigentlich Flinter Personen gemeint sind, also Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre, Trans, Agender und weitere Personen. Und da wirkt es dann zum einen für Transmenschen, für binäre Transmenschen vor allem othered. Das heißt, sie werden zu was anderem gemacht, als sie sind, weil eine Transfrau ist eine Frau. Ohne Sternchen. Und ja. Und ist bei Frau schon mit drin. Und dann zu sagen, ja, ich schreibe Frauen, um Transfrauen mit zu meinen, macht Transfrauen zu etwas anderem. Und wenn ich bei Frauen mit Sternchen sage, es meint nicht-binäre und Agender-Menschen mit zum Beispiel, dann habe ich das Problem, viele nicht-binäre und Agender-Menschen strugglen sehr damit, haben sehr Probleme damit, endlich zum Beispiel loszuwerden, als Frau angesprochen zu werden und werden dann wieder durch dieses Frauen mit Sternchen aber als Frau bezeichnet und in diese Kategorie mit reingesteckt, aus der viele einfach raus wollen. Es ist halt so das Gefühl, das ich habe, wenn ich das lese, von wegen, ja, du wirst eh angesprochen. Und jetzt akzeptiere einfach den Begriff Frau, weil ich habe ihn ja eh mit Sternchen geschrieben, so. So like, das ist der Effort, den ich dir anbiete und jetzt bezeichne ich bitte als Frau, du bist gemeint, du kannst kommen, danke. Fühl dich angesprochen. I don't know, es fühlt sich einfach nicht gut an. Weil, nö, also ich bin halt als Person nicht auf einem weiblichen Spektrum und damit Ende. Ja, also ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, bei manchen ist das tatsächlich der erste Schritt, der dann relativ bald von Flinter oder Finter oder da gibt es ja auch verschiedene Kombinationen, aber inzwischen ja am geläufigsten von Flinter abgelöst wird. Dann ist es, ich weiß es nicht, also dann finde ich es, also am besten ging es natürlich ohne den Zwischenschritt, aber wenn wir das so uns vorstellen als persönliche Entwicklung, okay, gut, dann ist es okay. Also was heißt, es ist okay? Es ist dann einfach so. Aber wenn es halt von Leuten, das ist so ähnlich, wie wenn sie als Barrierefreiheit eine viel zu steile Rampe haben und dann sagen, ja, wir machen doch schon was. Was willst denn du jetzt noch? Also so ähnlich finde ich das so, ja, wir machen kaum einen, also wir unternehmen nichts de facto, aber suggerieren so ein bisschen, dass wir inklusiver wären. Oder wir denken, dass indem wir eine Regenbogenfahne irgendwo aufhängen, dass gleich alle Queers so sind, yay! Die sind ja sicherlich richtig toll, auch wenn sie de facto nichts ändern. Also es ist so ein bisschen, wie sagen wir das dann? Queerwashing nicht, aber also wird... Rainbowwashing. Rainbowwashing, ja, genau. Ja, also ich hatte das auch schon einmal, dass ich wo das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt gerade der First Effort und dann war es irgendwie auch, konnte ich besser damit, sage ich mal, weil ich halt auch wusste oder das Gefühl hatte, ja, da wird jetzt gerade mal ein Schritt gemacht und da war vorher nichts so quasi. Aber so sonst fühlt sich's halt nicht gut an. Ich kenne das Frauen mit Sternchen auch zweimal bei einem
Workshop im Kontext politischer Bildung. Da haben sie Frauen mit Sternchen geschrieben und als ich nachgefragt habe, haben sie gesagt, machen das so, aber es können auch nicht-binäre und agender Menschen können kommen. Aber sie schreiben Frauen mit Sternchen, weil sie keine Kompetenz haben und nicht wissen, wie sie mit nicht-binären und agender Menschen umgehen sollen und der Workshop nicht darauf zugeschnitten ist. Und das passt aber auch allein schon nicht zu der Aussage, dass nicht-binäre und agender Menschen ja kommen können. Das heißt, es ist auch immer so, wenn du Frauen mit Sternchen siehst, du weißt halt auch gar nicht, warum nehmen die Personen diese Variante zu schreiben und auch, wen meinen sie damit? Weil es gibt auch, manche Leute meinen damit nur Frauen und binäre Transmenschen, also Transfrauen und keine nicht-binären und agender Menschen. Manche Leute meinen aber alle Flinter-Personen. Das heißt, es ist auch super ungenau, wenn es da steht, was gemeint ist. Und daher ist es viel, ja, hilfreicher auch, einfach zu schreiben, wen genau meine ich denn? Meine ich jetzt Frauen? Meine ich jetzt auch nicht-binäre Menschen oder meine ich sie nicht, spreche ich sie nicht an. Sollte einfach so genau wie möglich sein, weil ja ansonsten kommen immer wieder Nachfragen und Unsicherheiten. Also ich finde das, ja, also du hast da total recht, Delphine. Es ist halt super uneindeutig, was jetzt damit gemeint ist. Ich finde, wir haben jetzt öfters so angesprochen, dass das alles, also für nicht behinderte Menschen, für die Deutsch die erste Sprache ist oder die zumindest sehr deutsch, sehr gut Deutsch können, dass für die meisten Formen geschlechtsinklusiver Sprache einfacher sind, sich daran zu gewöhnen. Ich kenne die Sternchen-Variante, also Frauensternchen, vor allen Dingen aus den Kontexten der feministischen Bewegungen, Befreiungsbewegungen von Menschen mit iranischen Wurzeln. Da ist ja das Motto Frau, Leben, Freiheit. Und es gibt in Bonn ein Kollektiv von Flinter, also die schreiben ganz klar Flinter gegen die Unterdrückung im Iran. Aber die größeren Gruppen haben alle Frauen Sternchen, Leben, Freiheit und machen das in Reden schon auch deutlich, warum sie dabei bleiben. Weil das einfach in einem Kontext, wo es vor allen Dingen, naja, um die Unterdrückung von Cis-Frauen und queeren Menschen geht, dass da eben der Begriff Frau auch relevant ist. Ich fand das ganz gut in dem Buch von Emilia Reuk, das vom Ende der Ehe. Da macht Day deutlich, dass Day eben von Männern und Frauen spricht, weil es relevante soziale Konstrukte sind. Und weil das die soziale Konstrukte sind, um die es geht, wenn wir zum Beispiel jetzt Ehe abschaffen oder so. Und macht aber an ganz vielen Stellen dann schon auch explizit TINA-Personen, also trans, inter, nicht-binäre und agender-Personen sichtbar. So, das finde ich auch in vielen Kontexten okay, weil Flinter wird ja auch oft so, naja, es ändert sich de facto nichts, es wird jetzt nur Flinter statt Frauen gesagt. Das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich komplex, so das Thema, weil teilweise wird halt Unsichtbarkeit von TINA-Personen auch verstärkt dadurch, dass Flinter gesagt wird, also sie offiziell mitgemeint werden, aber sie einfach überhaupt nicht mitgemeint sind. Also ist es alles schwierig so, aber prinzipiell können wir, glaube ich, festhalten, schreibt nicht Frau Sternchen oder Mann Sternchen. Und nur damit wir es erwähnt haben, im Gesprochenen funktioniert das gar nicht. So, weiter geht es mit einem neuen Abschnitt und zwar mit Entgendern. Wir werden euch auch hier wieder verschiedene Formen vorstellen, wie ihr entgendert sprechen könnt, also ich sag mal das Geschlecht aus der Sprache rausnehmen könnt. Erster Punkt wären neutrale Formen. Zum Beispiel, das erklären wir gleich alles, substantivierte Partizipien oder Adjektive. Wenn ihr nicht so gut in Deutsch seid, kein Ding. Wir machen jetzt mal ein paar Beispiele. Ich kann da direkt mal sagen, was ist ein Partizip? Also wir haben ja im Deutschen so eine Form vom Verb, wo wir am Ende ein D anhängen, wenn etwas gerade passiert. Oder wie zum Beispiel winkend, gehend, seiend, machend, essend und so weiter. Und Adjektive, Eigenschaftswörter, das wissen, glaube ich, die meisten. Also beschreibende Wörter wie schön, nett, keine Ahnung, freundlich, gelb. Nee, das ist eine Farbe. Okay, es kann aber auch etwas gelb sein. Und die, wenn wir die substantivieren, also zu einem Hauptwort, zu einem Nomen machen, aus diesem Partizip, zum Beispiel aus winkend, die Winkende machen. Oder aus bevollmächtigt, der, die Bevollmächtigte. Oder der, die Kranke, aus einem Adjektiv. Ja. Genau. Und da ist es prinzipiell so, dass in der Mehrzahl ist es eigentlich schon entgendert. Also weil, wenn wir sagen, die Kranken,
also am besten sagen wir die kranken Menschen, aber mal davon abgesehen, wenn wir die Kranken sagen oder so, dann ist es nicht geschlechtsspezifisch. In der Einzahl ist es allerdings so, dass wir sagen würden, der Kranke, die Kranke. Also das Wort selber, kein Unterschied, ja, aber eben im Artikel. Ja. Genau. Und ja, also es haben sich, wie Finn eben schon meinte, nominalisierte Partizipien oder so, wie zum Beispiel Studierende, haben sich schon sehr in unserem Sprachgebrauch, oder finden wir sehr oft im Sprachgebrauch, sodass wir heute sogar schon sagen können, der Studierende, die Studierende, haben wir wieder dieses Gegenderte im Artikel, aber ein prinzipiell neutrales Wort, ja. Genau, und ich glaube, ich mache gleich mal weiter mit den Vorteilen. Also wie Lena gerade schon gesagt hat, gibt es das schon und ist bekannt im Sprachgebrauch, also und für viele Fälle auch schon in Gebrauch, wie eben für Studierende. Der Fokus geht komplett weg vom Geschlecht und stattdessen wird über Artikel das Geschlecht wieder reingebracht werden, wenn notwendig. Aber das Wort selber ist nicht gegendert. Wir haben eine Form, also die Zustandsbeschreibung bzw. Verlaufsform wird im Deutschen sonst ja nicht oder kaum, also es wird genutzt, aber wenig und wäre daher frei von anderen Bedeutungen, mehr oder weniger. Und es ist eine relativ weit akzeptierte Art zu gendern, zu entgendern, Entschuldigung. Und es gibt eben auch schon sehr weit verbreitete Beispiele. Ja, also was wir jetzt schon mehrfach gesagt hatten, wenn es in der Einzahl verwendet wird, kommen wir um einen Gendern in Form von irgendeinem Geschlecht zu weisen nicht so richtig drumherum. Also da wird dann halt teilweise geschrieben, der Sternchen, die Studierende oder sowas. Wobei wir auch sagen müssen, dass in vielen von diesen Fällen wir auch einfach den Plural nehmen können. Ja, was tatsächlich, glaube ich, das häufigste, der Nachteil, der am häufigsten genannt wird, ist, dass es ja eigentlich eine Zustandsbeschreibung ist. Wenn wir aber sagen, die Studierenden, dann meinen wir nicht nur Leute, die jetzt in dem Moment gerade irgendwas für ihr Studium machen, sondern einfach Menschen, die in dem generellen Zustand befinden, irgendwas an Universitäten zu studieren, sag ich mal. Ja, also das ist eigentlich vermutlich grammatisch oder so nicht hundertprozentig korrekt ist, aber da haben wir ja auch schon gesagt, immer eine Abwägungssache, wie hoch wir das jetzt werten. Das ist tatsächlich ein Problem für Leute, die nicht gut Deutsch können. Das ist ja auch, das sind einfach Formen, die erst später gelernt werden und was schon relativ komplex ist in der Bildung. Also wie es gebildet wird, das Wort, und wie es verwendet wird. Und bei Menschen mit Lernschwierigkeiten ist es auch was nicht so gut funktioniert. Da kommen wir später zu, da gibt es nämlich auch Studien, zum Beispiel die Capito-Studie, aber da kommen wir, wie gesagt, später zu. Dann haben wir die Form der Passivierung mit einer Passivkonstruktion, sprechen müsste man können. Kann vermieden werden, dass überhaupt Personen genannt werden. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, der Antragsteller muss folgende Unterlagen beifügen. Und man könnte daraus machen, folgende Unterlagen sind beizufügen, müssen beigefügt werden. Der Vorteil dabei ist, dass der Fokus komplett weg vom Geschlecht genommen wird. Und es ist auch ein relativ akzeptables Beispiel, also relativ weit verbreitet und akzeptiert. Dagegen als Nachteil haben wir dann, dass die handelnde Person nicht direkt zu erkennen ist und das kann dadurch zu Missverständnissen kommen. Und auch das Problem, dass das Passiv nicht einfache oder leichte Sprache ist. Naja, also beziehungsweise, dass es da so weit wie irgendwie möglich vermieden werden sollte. Also es gibt so ganz, ganz einfache Passivkonstruktionen, die okay sind, aber die allermeist sollten rausfallen. Genau, und ich glaube, an der Stelle oder bei den Nachteilen zeigt sich ja auch ein bisschen, dass was die beste Möglichkeit ist zu entgendern oder vielleicht eine weniger gute auch kontextabhängig ist, weil auch zum Beispiel während folgende Unterlagen sind beizufügen, müssen beigefügt werden, eine gute oder für eine Anweisung, der viel sagt, ist zum Beispiel im kreativen Schreiben auch so, dass es Lesende nicht so hineinnimmt, wenn ich passiv formuliere oder je passiver ich formuliere und dadurch können zum Beispiel Charaktere oder Handlungen auch eher passiv wirken. Was jetzt aber nicht heißt, dass es eben nicht in anderen Situationen komplett wieder total angebracht sein kann. Es gibt mal wieder nicht die eine richtige Lösung.
Wir müssen auch einigermaßen flexibel sein und uns an die Situation anpassen. Oh nein! Vielleicht ein paar Formen auch mal mischen. Ja, es kommt halt immer drauf an, für wen sprechen wir, ne? Ja. Wenn wir jetzt für eine Gruppe von behinderten Menschen, wo manche manche mit Lernschwierigkeiten leben, sprechen, dann ist vielleicht so wenig Mischen wie möglich sinnvoll. Beim kreativen Schreiben ist es vielleicht gerade die Mischung, die es spannend macht. Bei total langweiligen Antragstexten kann auch nur passiv sinnvoll sein. Also, ja. Genau, und auch je nachdem, wie du gesagt hast, wer das dann lesen oder darauf reagieren soll. Wenn ich jetzt etwas einfacheres schreiben möchte, werde ich auch nicht irgendwie die kompliziertesten Formen überhaupt heranziehen. So egal, was es ist. Im besten Fall nicht. Genau. Publikum und Kontext beachten. Nehmen wir uns das mit. Als nächsten Punkt haben wir Sachbezeichnungen bzw. auch Fluchtwörter. Also es gibt bei einigen Personenbezeichnungen, kann man eben Sachbezeichnungen verwenden. Zum Beispiel im Singular gibt es da Varianten mit Endungen. Da haben wir die Endung Ung, Kraft, Fachkraft, Ling. Und im Plural gäbe es zum Beispiel Kräfte, Fachkräfte, Personal, Schaft, Ungen, Lingen und dergleichen. Da gibt es bestimmt noch ein paar mehr, aber das sind die, die mir gerade einfallen. Genau. Zum Beispiel bei Lehrkraft oder Lehrpersonal kann genommen werden statt LehrerIn. Oder Verkaufskraft statt Kaufmann oder Kauffrau. Oder Pflegekraft, geht zum Beispiel Pflegekräfte, Pflegepersonal, wenn man es im Plural dann nutzt und im Einzahl eben Pflegekraft. Statt zum Beispiel sowas wie Krankenschwester oder Pfleger. Oder noch ein Beispiel wäre einfach Bürgerschaft statt Bürger, Bürgerin oder eben BürgerInnen, wenn man das nicht möchte. Und bei den Sachbezeichnungen, also kann man eben auch über die Funktion sprechen. Da hätten wir zum Beispiel Informant. Für Informant könnte man Quelle einsetzen oder für Journalist könnte man Presse einsetzen oder eben bei Fachmann, Fachkraft. Da haben wir wieder die Endung. Oder bei Leiter, Leitung, da haben wir auch nochmal eine Endung. Oder bei Kollege, Kollegium. Oder es gäbe auch noch Wörter wie Personal oder Belegschaft und ja, einiges mehr. Genau, und der Vorteil an dieser Variante ist, dass es bereits existierende Wörter und Endungen in der Sprache gibt und wir dadurch nichts Neues lernen müssen, zumindest die Leute, die es eh schon gelernt haben. Als Nachteil haben wir da allerdings, dass viele von diesen Worten nur im Plural funktionieren und es geht auch nicht immer. Es funktionieren zum Beispiel nicht alle Berufsbezeichnungen auf diese Weise. Und außerdem kann auch nicht in jedem Fall oder in jedem Kontext eine Personenbezeichnung einfach durch eine Sachbezeichnung ersetzt werden. Das heißt, auch hier wieder kommt es auf den Kontext an. Und zur Endung Ling konkret gibt es dann auch noch, dass das verniedlichend wirken kann oder abwertend. Zum Beispiel, wenn von Flüchtlingen die Rede ist, dann wird es häufig auf abwertende Weise benutzt, einfach weil es auch in solchen Kontexten verwendet wird. Und dadurch, ja, kommt es auch ein bisschen drauf an. Ich kann nicht einfach überall Ling benutzen und dann habe ich eine respektvolle Sprache verwendet. Genau. Dann kommen wir mal zur nächsten Variante. Das sind tatsächlich generische Substantive ohne Movierung. Noah, du hattest da mal nachgeschaut. Magst du uns erklären, was das bedeutet? Also vielleicht erstmal, was Movierung meint. Die Movierung ist, soweit ich das verstanden habe, die Endung, also die männliche oder weibliche Endung ist die Movierung. Einige Personenbezeichnungen sind halt eben inhärent generisch und können bedenkenlos für beide Geschlechter verwendet werden, ohne dass sie eine weibliche Endung erhalten. Ein Beispiel dafür ist Mensch oder Person, Mitglied, Star, weil Star eben auch ein Konzept ist, oder Kinder, Jugendliche, Team und im Prinzip auch das Wort Gäste, wobei da kommen wir nochmal drauf, dass inzwischen nicht mehr unbedingt gilt. Genau, die Nutzung als Wortendung kann man da zum Beispiel noch mit reinnehmen, zum Beispiel, dass man statt Partner, Partnermensch sagt oder Partnerperson, also wir können diese Wörter auch als Endung verwenden. Genau, und Vorteil ist eben, dass der Fokus da komplett vom Geschlecht weggeht. Ja, und die Nachteile von der Form, das ist einerseits, es kann gestelzt wirken oder auch als umständlich empfunden werden, wenn zum Beispiel von Person, die studiert, geredet wird, statt von Studierende oder Studentin. Und was auch noch ein Ding ist bei der Form, es kann zur Übergeneralisierung kommen. Das heißt, wenn inhärent generische Substantive trotzdem verweiblicht werden, das heißt, wenn ich aus Mensch zum Beispiel Menschin mache oder Person
und dann Personin oder Mitglied, Mitgliederin. Da gibt es aber auch, also einerseits wird es verwendet, um Gendern zu überspitzen, um es lächerlich zu machen. Es gibt aber auch, und da kommen wir jetzt dazu mit dem Thema Gäste, wo es einfach sich im Sprachgebrauch auch so entwickelt hat, dass es nicht verwendet wird, um irgendwas aufs Korn zu nehmen, Redewendung, sondern es hat sich einfach, ja, eingebürgert, dass wir jetzt von Gäste, Gästin oder Gästin reden. Und das steht auch seit kurzem in Duden. Aber formal wäre es eine Übergeneralisierung, die eigentlich nicht nötig ist. Ja, wir können das Gleiche auch machen mit Adjektiven, also dass wir einen Satz umformen mit Hilfe von Adjektiven. Es lassen sich eben aus vielen Substantiven auch Adjektive ableiten sozusagen, wobei dadurch oft die Geschlechtermarkierung oder Geschlechtsmarkierung ja wegfällt. Wenn wir zum Beispiel ja Rat eines Arztes uns anschauen, dann können wir daraus einfach machen ärztlicher Rat, ja Hinweis eines Fachmanns. Daraus kann fachlicher Hinweis werden und aus Kritiker können kritische Stimmen oder kritische Stimme werden. Genau, der Vorteil oder einer der Vorteile ist wieder, dass der Fokus komplett weg vom Geschlecht geht. Auch das ist ein relativ weit akzeptiertes Beispiel. Eine neutrale Schreibweise. Und je nachdem, wie es verwendet wird, kann das tatsächlich auch einfache bzw. sogar leichte Sprache sein. Ja, aber auch da ist es wieder abhängig davon, ob es das vereinfacht oder erschwert. Also, weil jetzt zum Beispiel Rat eines Arztes, prinzipiell sollen möglichst viele Verben verwendet werden in leichter Sprache. Adjektive sind schon auch besser, aber jetzt Adjektive, die direkt von Substantiven abgeleitet werden, das ist mal so, also ist jetzt nicht pauschal einfache oder leichte Sprache, geht aber tatsächlich oft deutlich besser als zum Beispiel eine Passivierung oder eine andere Form der Neutralisierung. Ja, und Nachteil ist einfach, es ist nicht bei jedem Beispiel möglich. Ja. Ja, genau. Und genauso ist auch eine Umformulierung mithilfe von Verben möglich. Viele movierte Substantive lassen sich durch generische Substantive in Kombination mit Verben, also Tätigkeitsbeschreibungen, ersetzen. Zum Beispiel kann ich statt Helfer und Helferin oder also Helfer oder Helferin sagen, Person, die hilft. Und das kann dann auch noch genauer formuliert werden, zum Beispiel, wobei die Person hilft, also zum Beispiel Person, die bei der Demonstration hilft zum Beispiel. Und dann haben wir hier auch die Vorteile, auch da, ich nehme mal an, da gilt dasselbe wie das, was du vorhin gesagt hast, dass es je nach Verwendung auch einfacher und leichter Sprache zugänglich ist. Auch hier wird der... Ja, aber da tatsächlich ist es sehr oft einfache oder leichte Sprache, weil einfach Formulierungen mit Verben, auch abgesehen vom Endgender-Aspekt, einfach sehr oft verwendet werden, auch um schwere Substantive zum Beispiel zu vermeiden. Also das ist schon eine Form von einfacher und leichter Sprache oft. Genau, dann wird der Fokus hier wieder komplett weg vom Geschlecht genommen und wir haben eine neutrale Schreibweise. Nachteil haben wir hier, dass es länger ist als das generische, also das pseudogenerische Maskulinum. So, als nächstes haben wir direkte Anrede. In einigen Textsorten ist es nämlich möglich, eine direkte Anrede zu wählen und dadurch die Geschlechtsmarkierung ganz einfach zu umgehen. Zum Beispiel, Besucher werden gebeten, ihren Ausweis vorzuzeigen. Stattdessen könnte man sagen, bitte zeigen Sie Ihren Ausweis vor. Der Vorteil ist, der Fokus ist komplett weg vom Geschlecht. Es ist ein relativ weit akzeptiertes Beispiel. Es ist eine neutrale Schreibweise und auch einfacher und leichter Sprache zuträglich. Nachteil eben, das ist halt kontextabhängig und es geht eben auch nicht immer. Genau, die Bildung von Relativsätzen ist eine weitere Möglichkeit. Wenn wir das Relativpronomen wer nehmen, dann ist das geschlechtsneutral oder eine geschlechtsneutrale Formulierung. Das Relativpronomen der ist wiederum nicht geschlechtsneutral. Ich mache mal ein Beispiel mit wer. Wenn wir Antragsteller umschreiben wollen, dann könnten wir sagen, statt der Antragsteller hat, was auch immer, wer einen Antrag stellt, ja, zum Beispiel hat alle nötigen Formulare dabei oder soll alle möglichen Formulare dabei haben. Fokus ist weg vom Geschlecht, ist der Vorteil. Es ist auch keine ungewöhnliche oder nicht so geläufige Formulierung und es ist eben eine neutrale Schreibweise. Gleichzeitig ist es nicht immer möglich,
so einen Satz zu formulieren. Vielleicht ist es auch nicht ganz, also vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, dass das Relativpronomen wer nicht geschlechtsneutral ist, ist möglich vielleicht in einfacher Sprache zu machen. Da würde sowas aber in der Regel mit zwei kurzen Sätzen gemacht werden, aber da ist es sowieso üblich, sowas wie Antragsteller zu umschreiben und nicht sagen der Antragsteller, sondern zum Beispiel die Person, die einen Antrag stellt. Und dann wären wir auch wieder bei einer geschlechtsneutralen Formulierung. Ja, und eine weitere Variante ist der erklärende Klammerzusatz. Das wird verwendet, wenn das pseudogenerische Maskulinum angewendet wird. Dann wird dem einfach eine Klammer hinten angestellt, in der noch ein Zusatz kommt, der deutlich machen soll, welche Geschlechter gemeint sind. Das wird vor allem in Stellenanzeigen genutzt, im Fließtext eher nicht so. Zum Beispiel wird dann, wenn nach MalerInnen gesucht wird, wird dann geschrieben, wir suchen Maler und dann kommt in Klammern MWD, jeweils durch einen Schrägstrich getrennt. Und der Vorteil an der Version ist, dass kein Umdenken nötig ist, weder was das Schreiben angeht, noch das, was irgendwie gesellschaftliche Themen angeht, weil ich benutze einfach weiter die männliche Form und stelle einfach diese Klammer hinten an und dann bin ich fertig. Kann also gleichzeitig Vorteil sein, aber auch zu einem Nachteil führen, weil das nicht wirklich inklusiv ist und durch dieses pseudogenerische Maskulinum bestenfalls auch hier wieder nur andere Geschlechter mit gemeint werden, aber nicht direkt angesprochen werden. Es bildet außerdem nicht alle Personenstände ab, die in der Bundesrepublik rechtmäßig sind. Also wir haben hier in Deutschland 4 Geschlechtseinträge. Das sind männlich, weiblich, divers und kein Eintrag. Und durch diese Klammer mit MWD wird halt der 4. Eintrag gar nicht abgebildet. Und zusätzlich haben wir noch den Punkt, dass MWD erklärt werden muss, also wofür es steht. Und es bildet auch nicht alle Nichtgeschlechter ab. Das heißt, Agender wird nicht abgebildet, es sei denn, die Person fühlt sich zum Beispiel mit divers angesprochen. Genau, und dann hätten wir noch die Möglichkeit, über adverbiale Bestimmungen bzw. Umstandsbestimmungen umzuformulieren. Adverbiale Bestimmungen sind Satzglieder, die beschreiben, unter welchen Umständen etwas passiert. Und in manchen Fällen kann eine Personenbezeichnung durch eben eine solche adverbiale Bestimmung ersetzt werden. Zum Beispiel können wir statt Handeln als Vertreter sagen oder schreiben Handeln in fremden Namen. Ja, der Vorteil ist auch hier, dass der Fokus komplett weg vom Geschlecht ist und dass wir eine neutrale Schreibweise haben. Nachteile wären, dass es eben auch kontextabhängig ist und nicht immer funktioniert und im Fall von Redewendungen schwierig ist. Das ist auch nicht mit einfacher und leichter Sprache konform und teilweise für neurodivergente Personen schwer bzw. schwerer verständlich. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ohne Sonderzeichen zu entgendern. Meistens, indem die Endung verändert wird. Wir stellen jetzt hier einige der Formen vor. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr gibt. Ein Beispiel wäre mit X am Ende. Also aus Schüler oder Schülerin wird Schülx, schwierig auszusprechen. Aus Schülern oder Schülerinnen wird Schülix, also XS geschrieben. Das ist tatsächlich im Spanischen die übliche Form zu engendern. Vorteil, durchkreuzt tatsächlich symbolisch gegenderte Sprache und zeigt grundsätzlich eine kritische Haltung gegenüber dem Geschlechtskonstrukt. Aber wie ja schon klar wurde, ist es ein bisschen schwierig auszusprechen und ist wahrscheinlich in den meisten Formen nicht ScreenReaderInnen kompatibel. Weil, also wenn es uns schon schwerfällt, es auszusprechen, dann ja, fangen ScreenReaderInnen im Zweifelsfall an, zu buchstabieren und das ist nervig. Dann gibt es die A-Form. Ja, da wird zum Beispiel aus Schüler, Schüler oder aus Schüler, Schülern, Schülers. Das ist vor allen Dingen bei männlich konnotierten Wortendungen auf ER, ja, üblich. Das ist ja tatsächlich noch ziemlich nah dran an der gewohnten Sprachmelodie, ne? Also Schüler, Schüler, das ist schon sehr ähnlich. Was jetzt weder Vorteil noch Nachteil, sondern eher, ja, neutral zu sehen ist aus unserer Sicht, ist, dass es schon eine Feminisierung der Sprache vorantreibt. Also während Schüler sehr männlich klingt, klingt für viele Schüler irgendwie eher weiblich, weil wir es gewohnt sind, dass vieles, was auf A endet, weiblich ist. Ja, Nachteil ist, dass es gleichzeitig ja sehr nah an der männlichen ER-Endung ist. Ne? Also es ist, wie üblich, ist es ein bisschen komplexer, aber ja, also von daher, das ist, gerade wenn es gesprochen wird, wird es vielleicht gar nicht deutlich, dass versucht wird zu engendern.
Ja, dann gibt es die I-Form. Also es gibt zum Beispiel auch eine Y-Form. So geschrieben ist im Deutschen, ja, erscheint uns die I-Form aber näher an dem dran, was wir kennen. Ein Beispiel wäre aus Aktivistin oder Aktivistinnen wird Aktivisti. Und an der Stelle merken wir tatsächlich, dass wir auch nicht eine einheitliche Form haben zu entgendern, weil Aktivisti hat sich ja tatsächlich schon ziemlich durchgesetzt. Ich sag mal zumindest in queerfeministischen Kreisen. Während wir jetzt aber nicht pauschal diese I-Endung nehmen, kann auch verniedlichen verstanden werden. Und es ist natürlich ein Problem, wenn wir uns vorstellen, Aktivisti, das sind jetzt ja nicht unbedingt Beispiele, wo es nicht sinnvoll ist, ernst genommen zu werden. So, ähnliches Prinzip mit der Y-Form aus ZuhörerInnen wird Zuhöri oder aus ZuhörerInnen wird Zuhöris, also in dem Fall nicht mit I, sondern mit Y geschrieben. Der Unterschied ist eigentlich nur im Geschriebenen, also weil im Gesprochenen hört es sich sehr ähnlich an. Kann leicht gebildet werden, weil es für alle Wörter gleich ist und ist tatsächlich irgendwie flüssiger auszusprechen als die Pause, also bei ZuhörerInnen. Zuhöri ist irgendwie natürlicher für viele so im Sprachgebrauch drin. Ja, dann haben wir neutral wieder das Possessivpronomen in der Einzahl ist ja so ähnlich wie in der maskulinen Form. Also wenn wir sagen, das Becky statt der Bäcker hat seinen Schlüssel zu Hause gelassen, weil neutrales Pronomen ist in dem Fall auch sein. Nachteil, wie bei der I-Form, kann verniedlichend sein und damit dazu führen, dass Menschen nicht ernst genommen werden. So, noch zwei Formen. Ja, ich mach mal weiter. Ja. Genau, da hätten wir zum Beispiel die Ens-Form, wo dann zum Beispiel aus Leserin Lesens wird. Neutral könnte man dazu sagen, dass das vom mittleren Teil des Wortes Mensch kommt. Also wenn wir das M streichen und das CH, dann haben wir Ens. Genau, Vorteil davon ist, es ist ein komplettes System. Enthalten ist ein geschlechtneutrales Universalpronomen, nämlich Ens, ein universeller bestimmter Artikel, nämlich Dens, und ein universeller bestimmter unbestimmter Artikel, Einens. Da könnte man zum Beispiel aus dem Satz, die Mutter holt ihr Kind bei einem Schulfreund ab, Dens Mutter holt Ens Kind von einem Schulfreund Dens ab. Ich muss nochmal korrigieren, ein Nens heißt es dann. Aber ja, also ich versuche es nochmal. Dens Mutter holt Ens Kind von ein Nens Schulfreund Dens ab. So ist der Satz korrekt. Genau. Und Nachteil, es kommt halt teilweise bei bereits vorhandenen grammatikalischen Formen halt sehr ähnlich vor. Zum Beispiel beim Genitivplural des Lesens mächtig sein. Und da haben wir dann gar keinen Unterschied mehr, weil diese Form eben schon verwendet wird. Und als letztes, bevor wir den Endgendern-Block erstmal abschließen, haben wir das DE-System. Das ist ein komplettes System mit dem Artikel D, also DE. Die Endung für Substantive ist dabei im Singular E oder RE, also RE, und im Plural ERNE, also RNE. Als Pronomen ist das Ens-Pronomen, wie bei Noir gerade schon. Und als Artikel oder als Artikel-Pronomen-Endung haben wir A, EY. Das ist dann zum Beispiel die Schülere, die Kollegere, die Bäckere, die Schülerne, die Kollegerne, die Bäckerne. Der Vorteil an diesem System ist, dass es vom Verein für geschlechtsneutrales Deutsch e.V. komplett für alle Fälle mit Regeln entwickelt wurde. Es ist also ein Komplettpaket, was auch so komplett umgesetzt werden könnte. Außerdem ist das E plus Konsonant sprachlich sehr ähnlich zu S und R, und das haben wir ja schon in der Sprache, und kann dadurch aber auch als Personalpronomen erkannt werden. Außerdem kommt dann noch hinzu, dass E die häufigste Endung im Deutschen ist, und dadurch kann es relativ natürlich wirken, vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Formen. Und die Ähnlichkeit zur ER-Endung von regelmäßigen Personensubstantiven, also Personenworten wie Schüler, die tatsächlich in mehr als der Hälfte der Fälle maskulin sind, ja, kann dann für die N-Endung auch von Vorteil sein. Neutral an der Stelle ist zu sehen, dass es größtenteils eine Vereinheitlichung der Ere-Endung im Plural ist und dass es keine zusätzliche Silbe gibt, die angehangen wird oder eingeführt wird. Und außer bei Begriffen, die im Maskulinum nicht auf R enden, gibt es eine neutrale Pluralendung. Das ist auch sehr nah am Niederländischen, also am niederländischen Artikel, der ist tatsächlich auch D, also DE, und manche Begriffe klingen wie das Femininum.
Nachteil von der Sache ist, dass es ungewohnt ist, ist aber bei allen anderen Formen auch so. Nur haben wir hier vielleicht eine größere Ungewohntheit, weil es ein komplettes System ist, das auch relativ umfangreich ist, weil es halt alle Aspekte umfasst und nicht nur in Anführungszeichen die Endung, sondern wir haben auch Artikel dabei und so weiter. Dann haben wir noch eine Kategorie, und zwar die Zweigenderung. Und ich fange direkt mal mit dem ersten Punkt darunter an. Und zwar haben wir da die Beidnennung, auch Paarformel oder Doppelnennung genannt. Hier sind die Vorteile, dass ein gewisses Maß an Respekt gegenüber Frauen dadurch zu sehen ist, es allgemein mehr Sichtbarkeit für Frauen gibt und es hält Männer auch weiter sprachlich sichtbar. Ich sollte vielleicht nochmal dazu sagen, weil wir gerade bei den Vorteilen sind. Mit Beidnennung oder so ist, denke ich, ist klar, dass man dann eben immer, was weiß ich, Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel schreibt oder so, in dem Sinne ist das gemeint. Und Nachteile sind eben, schließt explizit alle Menschen aus, die sich weder mit der weiblichen noch mit der männlichen Form bezeichnen oder bezeichnen werden wollen. Es schließt explizit Menschen aus, deren Personenstandseintrag divers oder frei ist, beziehungsweise es macht diese Menschen unsichtbar. Ja, und bevor ich weitermache mit der nächsten Form der Genderung, des Gendern der geschlechtsinklusiven Sprache, sage ich auch noch dazu, dass es einfach auch einen Text sehr, also deutlich länger macht, was nicht immer ein Nachteil ist. Also ich finde, Texte dürfen auch länger gemacht werden, aber Lehrerinnen und Lehrer und so weiter und so fort, das ist irgendwie, ja, eine Form des Verlängern eines Textes, wo ich so denke, boah, also ob das nötig ist, keine Ahnung. Okay, weiter geht's mit dem Binnen-I. Auch da, wie Noah eben meinte, das Binnen-I, das heißt, dass mitten im Wort das I für innen oder in einfach groß geschrieben wird. Auch das schafft ein gewisses Maß an Respekt gegenüber Frauen und schafft auch Sichtbarkeit für diese. Naja, schließt aber wieder mal Leute aus, die weder mit der weiblichen noch der männlichen Form bezeichnet werden wollen und halt auch Menschen, deren Personenstandseintrag divers oder frei ist oder ja, die vielleicht noch einen weiblichen oder männlichen Personenstandseintrag haben, sich aber mit diesem nicht identifizieren. Das ist auch tatsächlich eins, was für Menschen mit Sehbehinderung wirklich schwierig ist, weil da das I, große I, ist nicht von einem L zu unterscheiden. Und ne, wenn es sowieso alles verschwimmt, dann ist es wirklich ja, verwirrend, wenn da mitten im Wort, also wenn da überhaupt keine Trennung ist und dann plötzlich ein L mitten drin auftaucht. Genau, und das kann auch in dem Fall so wirken, beziehungsweise ist im Grunde so, dass die weibliche Form da einfach ein Anhängsel ist an die männliche Form. Das ist auch die Frage, ob das so sinnvoll ist. Also ich würde mal sagen, eher nein. Und es wird dadurch eben auch Binarität als Norm weiter verstärkt, beziehungsweise es kann der Eindruck entstehen, dass vielleicht vor allem Frauen gemeint sind mit der Schreibweise oder ja, oder nur Frauen sogar. Und könnte als Ausdruck eines generischen Femininums eigentlich gelesen werden. Außerdem gibt es bei der Form noch Schwierigkeiten bei Umlautungen, zum Beispiel Ärztin, Bauerin, weil, naja, Bauer und Bäuerin, da geht es nicht ganz so einfach, dass dann die Frage, schreibe ich Bauerin, schreibe ich Bäuerin? Und dann hätten wir wieder den Eindruck der Feminisierung. Zu dem Punkt mit dem explizit Ausschließen von Menschen mit Personenstandseintrag divers oder frei wollte ich noch ergänzen, dass es natürlich nicht alle ausschließt, weil es da sicherlich auch Leute gibt, die sich mit der Beidnennung oder mit dem pseudogenerischen Maskulinum oder Femininum angesprochen fühlen. Das können wir nicht auf alle verallgemeinern, aber es schließt eben auch Leute mit diesem Eintrag aus. Was noch hinzukommt, ist, dass es eben, wenn groß geschrieben wird, also in der sogenannten, bei den sogenannten Versalien, ist die Hervorhebung ja komplett unsichtbar. Dann sieht man das ja auch gar nicht mehr, dass das mit dem I eben drin ist. Gibt es ja bei manchen Eintragungen, dass man mal es in Großbuchstaben oder so schreibt, wenn es besonders auffällig sein soll, dann ist es einfach nicht mehr zu sehen. Ja, und was es sonst noch so gibt an Möglichkeiten der geschlechtsinklusiven Fragezeichen Sprache, nennen wir jetzt nochmal ja, etwas schneller hintereinander. Es gibt das pseudogenerische Femininum, auch genannt die Leipziger Lösung. Die, naja, hat eben den Vorteil, dass sie die Probleme des pseudogenerischen Maskulinums aufzeigt, indem sie einfach klar macht, okay, wenn sich jetzt Cis-Männer nicht mitgemeint fühlen, naja, dann scheint das ja generell
ein Problem von diesen pseudogenerischen Formulierungen zu sein. Also es kann in der Hinsicht schon auch aufrütteln und einfach zeigen, dass im besten Fall zeigt es natürlich, dass das pseudogenerische Maskulinum auch gegendert ist, aber so weitgehend ist, glaube ich, da die Analyse der meisten gar nicht. Und es schafft mehr Sichtbarkeit für Frauen. Naja, und gleichzeitig macht es eben andere Geschlechter unsichtbar. Es ist wieder künstlich und willkürlich auf die generische Form gesetzt oder als generische Form gesetzt. Und der Fokus liegt auf Frauen bzw. Weiblichkeit. Und im Gegensatz dazu gibt es das pseudogenerische Maskulinum. Das hat als Vorteil, naja, also so ein halber Vorteil, dass es eigentlich im besten Fall alle Menschen meint oder Teilgruppen. Also wenn wir einmal die Annahme treffen würden, dass es wirklich generisch ist, dann würde es alle meinen. Ein ja eher neutraler Punkt ist, dass er zwar per Definition grammatikalisch männlich ist, aber losgelöst vom Geschlecht. In der Praxis sieht es meistens ein bisschen anders aus. Es wird seltener wahrgenommen, als dass es losgelöst vom Geschlecht der Person ist. Dann, ja, direkte Nachteile. Ist es eben nicht generisch. Es fühlen sich nicht alle damit gemeint. Es sind auch oft nicht alle damit gemeint. Es gibt da tatsächlich auch Beispiele im Recht und auch bei offiziellen Stellen, wo die Frage gestellt wurde, meint es wirklich alle Menschen, also meint es auch Frauen, und wo teilweise dann auch entschieden wurde, dass dem nicht so ist. Da gehen wir aber an anderer Stelle drauf ein und nicht in dieser Folge heute. Ja, außerdem macht es unsichtbar und es zeigt auch ein sehr einseitiges Bild der Welt, weil es nur die männliche Seite zeigt, die, naja, künstlich und, sagen wir mal, willkürlich in Anführungszeichen als generisch gesetzt wurde, weil irgendwann haben ja Leute das ja nicht von heute auf morgen entschieden, aber es hat sich so entwickelt und es hätte sich auch anders entwickeln können. Es ist nicht natürlicherweise generisch, sondern einfach, weil es in der Geschichte sich dahingehend entwickelt hat. Ja, und ein Nachteil ist auch, dass es halt zeigt oder zeigen kann, wer es im Patriarchat ja quasi wert ist, ausdrücklich genannt und benannt zu werden, und festigt halt auch Rollen-Klischeebilder. Es gibt zum Beispiel psycholinguistische Studien, die das Ganze untersuchen und bei denen rausgekommen ist, dass wir uns bei maskulinen Formen vor allem Männer vorstellen. Also wenn zum Beispiel nach Musikern gefragt wird, dann ja antworten wir erst mit männlichen Musikern statt mit MusikerInnen. Und das Ganze wird Male Bias genannt und wird tatsächlich in verschiedenen Studien nachgewiesen. Das Ganze tatsächlich auch bei Berufen, die eher weiblich besetzt sind. Zum Beispiel bei Kosmetika stellen wir uns eher Männer vor, obwohl es ein eher weiblich besetzter Beruf ist. Das zeigt also, dass das mit dem Generischen nicht so generisch ist, wie es immer behauptet wird. Und es macht auch einfach die Vielfalt des menschlichen Seins und Erlebens unsichtbar, weil es eben nur diese einseitige Darstellung der Welt wiedergibt und den Fokus auf Männer legt und Männlichkeit. Genau, und falls ihr schon vergessen habt, die Quellen dazu und diese Studien findet ihr auch wieder in den Shownotes. Also nehmt uns nicht beim Wort, sondern lest euch rein. Und dann habe ich noch eine Sache für euch mitgebracht, und zwar das Wechselmodell. Bei der Variante wird jetzt zwischen femininen und maskulinen Formen gesprungen. Also es wird einmal das Femininum verwendet, einmal das Maskulinum und so weiter. Ein Vorteil davon wäre, dass beide Geschlechter, also im Idealfall jetzt, zu ungefähr gleichen Teilen repräsentiert wären. Nachteil wäre, wenn dann doch einmal nur eine Gruppe adressiert werden soll, dann wird die Sache ein bisschen komplizierter. Und wenn wir zum Beispiel Worte verwenden oder von Worten sprechen wie dem Hörer-Sprecher-In-Modell, dann sollte dann nicht in der Erklärung dann plötzlich Hörerin und Sprecher stehen oder andersrum und mal so, weil das eventuell verwirrend sein kann. Und auch da passiert das, was vorher schon beschrieben wurde. Wir lesen einfach oft ein Geschlecht hinein mit dieser, je nachdem, ob das Femininum oder das Maskulinum verwendet wird. Und auch bei der Variante wird geschlechtliche Binarität betont und andere Personen sind nicht sichtbar. Und natürlich stellt sich die Frage, wie rede ich jetzt, egal ob ich jetzt eine Privatperson bin, ein Unternehmen oder wer auch immer, Menschen an, so dass ich wirklich alle meine oder alle anspreche. Wie kann ich alle ansprechen? Das ist mit der Lösung halt jetzt, also das ist nicht, die Frage ist nicht wirklich gelöst mit dem Modell,
würde ich sagen. Ich würde da noch eine ganz kurze Ergänzung zumachen wollen. Und zwar, dass es, also was ich auch kenne, ist ein Wechselmodell, was über die das pseudogenerische Femininum und Maskulinum, nee, das ist da an der Stelle ja nicht pseudogenerisch. Okay, es ist alles ein bisschen kompliziert. Nein, aber über die weibliche und die männliche Form hinausgeht. Und zwar, dass mal die männliche, mal die weibliche Form verwendet wird. Das auch gerne mal Stereotyp nicht konform und dann halt nochmal ab und zu eine Sternchenschreibweise. Ich weiß, dass von Leuten das so verwendet wird, die in oder eine sehr konservative Zielgruppe haben, aber selber nicht sehr konservativ sind und die sich jetzt, ich sag mal, nicht trauen, da halt nur mit Sternchen zu schreiben oder so und die dann halt versuchen, so aufzurütteln, aber halt dann da auch durchaus ab und zu mit Sternchen schreiben, aber jetzt nicht so oft, dass deswegen Leute das Buch weglegen oder was auch immer. Also es ist, glaube ich, barrierefreiheitstechnisch und so weiter, ist es schlecht, also einfach nicht sinnvoll, was so Repräsentation angeht. Auch nicht unbedingt das Sinnvollste, aber es ist schon auch immer zielgruppenspezifisch. Und ich sag mal, wenn in so konservativen Kreisen immerhin Frauen und auch halt Menschen, die nicht sich ganz als Frau oder ganz als Mann identifizieren, irgendwie vorkommen, und zwar explizit vorkommen, dann ist es auch schon mal ein Fortschritt. Zumindest ein erster Schritt, oder? Genau, also ein erster Schritt. Es ist kein Endschritt. Endschritt klingt so blöd, aber es ist nicht der letzte Schritt, aber es ist schon mal ein Schritt. So, und da wir jetzt erstmal fertig sind mit den verschiedenen Formen, wollen wir uns noch anschauen, wie denn das Thema ist, Gendern bzw. eigentlich geschlechtersensible Sprache und einfache Sprache bzw. leichte Sprache. Wir haben es zwischendurch schon immer mal wieder angesprochen, aber wir wollten hier noch auf ein paar Punkte eingehen. Und zwar der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband empfiehlt genderneutrale Wörter, die Beidnennung oder wenn Kurzform, dann Gender-Sternchen. Am barriereärmsten ist derzeit ohne Satz und Sonderzeichen, zum Beispiel die Person die Spielende, also je nach Zielgruppe dann. Und ja, es ist generell, aber das gilt nicht nur für einfache und leichte Sprache, gut zu erklären, wenn das Gender-Sternchen genommen wird, was es denn ausdrückt, damit die Leute dann damit auch etwas verbinden können. Dazu haben wir auch eine Studie von Capito gefunden. Die kam zu dem Ergebnis, dass neutrale Bezeichnungen sowie Team und Personal gut verstanden werden. Also es ging in der Studie darum, es wurden Leute mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen, die Deutsch lernen, befragt und geschaut, wie sie die verschiedenen Formen verstehen, um daraus abzuleiten, ja, welche zu empfehlen sind. Da waren einmal die neutralen Bezeichnungen und bei Sonderzeichen kam raus, dass sie auf Basis dieser Studie das Sternchen empfehlen würden, inklusive einer Erläuterung, was es bedeutet, weil dann das besser verstanden wird als die anderen Optionen. Partizipien wurden weder von Menschen mit Lernschwierigkeiten noch von Menschen, die Deutsch lernen, gut verstanden. Und da war es dann auch egal, auf welcher Sprachstufe die waren. Da gab es durchweg Probleme und der Doppelpunkt war da tatsächlich unbekannter als das Sternchen. Die Neutralisierung, also die neutralen Bezeichnungen, die auch als beste Option bei dieser Studie rauskamen, waren problemlos für alle. Und das ist der Vorteil daran ist, dass sich dort auch Menschen wiederfinden können, die eben nicht männlich oder weiblich sind. Und es wurde tatsächlich auch von einigen da mehr reingelesen als nur Männer oder nur Männer und Frauen, sondern dass da auch mehr Menschen mit gemeint sind. Und ansonsten war noch die Beidnennung problemlos verständlich. Aber insgesamt kam die Studie zu dem Schluss, dass sie neutrale Bezeichnungen empfehlen würden und wenn Sonderzeichen, dann Sternchen. Genau, ich mache noch mit weiteren Aspekten der Barrierefreiheit weiter. Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik, genau, haben auch einige, naja, Kommentare und Empfehlungen zum Thema geschlechtssensible inklusive Sprache, naja, geschlechtssensible oder geschlechtsinklusive Sprache rausgegeben. Gibt Empfehlungen bezogen auf die Wahrnehmung und Rezeption, also
Wahrnehmung und Rezeption von Zeichen, also wie das aufgefasst wird. Diese Überwachungsstelle gibt allerdings kein Votum für oder gegen irgendein Zeichen ab. Wenn jetzt Sonderzeichen genutzt werden, dann sollten das UTF-8-Zeichen sein. Das steht für Unicode Transformation Format 8 Bytes. Dabei geht es einfach darum, dass die Zeichen durch einen Code auf der Tastatur eingebbar sind und dass die auch von allen Programmen ja, gelesen werden können oder auch in, ich sag mal, den geläufigen Programmen auch als Zeichen erscheinen können. Das heißt, dass mit solchen Zeichen gegendert bzw. engendert werden sollte, da sie in hörbare Sprache und in Braille ausgegeben werden können. Wichtig ist, dass Zeichen immer mit der gleichen Verwendung genutzt werden sollten und nicht mehrfach belegt werden sollten, damit sie verständlich sind, was natürlich jetzt bestimmte Sonderzeichen eigentlich rauswirft, weil der Doppelpunkt zum Beispiel ja wirklich massiv anders belegt ist. Genau, was ich gerade schon meinte, ist, dass die Zeichen sichtbar im besten Fall sind auf der Tastatur, also dass es dafür jetzt nicht eine extra Tastenkombi brauchen sollte. Was ist jetzt ja für Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich und so weiter, die gibt es ja auf den meisten Tastaturen. Genau, also ist relativ leicht, dieses Zeichen einzufügen. Und im Jahr 2021 empfahl die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik dann doch ein bestimmtes Zeichen, und zwar das Gender-Sternchen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband ist aktuell, also spricht sich vor allen Dingen für neutralere Formulierungen ohne Satz oder Sonderzeichen und ohne Beidnennung aus. Nee, er spricht sich so rum. Er spricht sich nämlich entweder für neutralere Formulierungen ohne Satz und Sonderzeichen aus oder für die Beidnennung. Allerdings, ja genau, haben sie auch dazu gesagt, wenn sich jetzt eine Form des Engenderns oder Genderns mit Sonderzeichen durchsetzt, dass sie dann ihre Position nochmal überdenken. Zu dem Punkt zur Überwachungsstelle des Bundes mit dem Sternchen wollte ich nur noch schnell ergänzen, dass sie 2021 das Sternchen empfohlen haben, aber die neue Empfehlung eben nur noch auf der semiotischen Ebene, also der Zeichentheorie, basiert und sie damit derzeit keine Empfehlung mehr abgeben, sondern nur noch sich angeschaut haben, wie das in der Zeichentheorie aussieht. Das heißt, das mit dem Sternchen ist ein altes Urteil, aber ich glaube, das wird häufig noch herangezogen in der Thematik. Aha, dann hatte ich das zeitlich falsch herum hingestellt. Genau. Und der letzte Punkt, den ich noch mit Blick auf Barrierefreiheit nennen möchte, ist, dass, naja, es schwierig ist für Menschen, die ScreenreaderInnen nutzen. Ja, weil es einfach aktuell sehr, sehr viele verschiedene Arten gibt, geschlechtsinklusiv zu sprechen. Manche sprechen mit Gender Gap, manche mit Gender Sternchen, manche mit Doppelpunkt und so weiter und so fort. Und das ist schwierig, weil Leute in ihrem Programm dann zum Beispiel einstellen, okay, spricht das Sternchen wie eine Pause. Gut, aber dann wird wieder irgendwo mit Doppelpunkt geschrieben oder so. Dann wird da aber Doppelpunkt vorgelesen. Ja, also es ist auf jeden Fall kompliziert, weil einfach sehr viele verschiedene Arten gibt, wie aktuell geschlechtsinklusiv gesprochen wird. Genau. Also sie können jetzt aber auch nicht bei allen Zeichen einstellen, ja, okay, spricht es wie eine Pause aus, weil wir hatten das ja schon wegen Doppelbelegung von Zeichen. Kann es halt mitunter einen Text auch sehr unverständlich machen, wenn alle Doppelpunkte als Pausen gelesen werden oder. Genau. Gut, ich komme dann mal zur Haltung von offiziellen Stellen zum Thema geschlechtersensibler Sprache. Zuerst haben wir da den Rat der deutschen Rechtschreibung, der nimmt Sonderzeichen bisher nicht in die offiziellen Rechtschreibregeln auf, da die gesellschaftliche Entwicklung noch laufe. Einschätzung vom Verfassungsblog, es ist eben verfassungswidrig und überschreitet die Kompetenzen. Und es gibt eben keine eigenen Regelkompetenz, wobei andere Beiträge wiederum sehen das auch wieder anders. Also herrscht hier nicht unbedingt Einigkeit. Dann haben wir die Gesellschaft für deutsche Sprache, die ist für verständliches, lesbares und regelkonforme geschlechtergerechte Sprache. Deshalb unterstützen die Sonderzeichen nicht. Sie sorgen sich um die Vereinbarkeit mit geringer Schreib- und Lesekompetenz oder bei Deutschlernenden zum Beispiel und die Verbreitung der Sprache im Ausland. Dann haben wir hier noch den Duden. Also Duden führt verschiedene Formen im Extrakapitel auf, also vor allen Dingen bei Zeichen, mit Hinweis darauf, dass es eben bisher keine existente Norm dahingehend gibt.
Und die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik, die wollen sich aus der gesellschaftlichen politischen Dimension raushalten und geben nur auf semiotischer Ebene, also der Zeichentheorie-Ebene, eine Einschätzung ab. Genau, dann gibt es noch den Verein Deutsche Sprache e.V. Die sind eher sprachkonservativ und rechts, also nutzen rechtspopulistische Sprache und machen auch rechtspopulistische Aktionen. Sei hier aber auch zu erwähnen, unterschiedliche Firmen, Organisationen und Verwaltungen erlassen teils eigene Leitfäden zum Gendern. Manche Verwaltungen, also zum Beispiel die Stadtverwaltung Berlin, aber auch München und Hannover, haben sprachliche Gleichbehandlung als Pflicht für den amtlichen Sprachgebrauch eingeführt. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat im Juni 2022 geurteilt, dass die Deutsche Bahn ihre Anredeoption erweitern muss und eine Ansprechoption für Menschen mit dem Geschlechtseintrag divers ergänzen soll. Das ist inzwischen passiert, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Also unsere Notizen sagen, es passiert. Genau, und dann gibt es noch das Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg, haben wir uns auch notiert. Das sagt allerdings, Männer und Frauen führen ihre Bezeichnungen dem Geschlecht entsprechend. Ja, dann gibt es immer noch das Thema, zu dem ich finde, wir auch mal eigentlich eine eigene Folge machen können. Wieder mal von Bundesländern, die das Gendern für amtliche Stellen verbieten wollen oder bestimmte Formen zu geschlechtersensibel zu schreiben, sprechen verbieten wollen. Da hätten oder es schon verboten haben, da hätten wir Bayern, Sachsen-Anhalt, Hessen hat das im Koalitionsvertrag, in Österreich, Niederösterreich, wo das Gendersternchen auch verboten worden ist für amtliche Stellen, also ja, für Behörden unter anderem. Ja, aber ich denke, da gehen wir nochmal genauer darauf ein bei Gelegenheit. Insgesamt bei all den Verbänden und so weiter und so fort finde ich es immer wichtig zu schauen, wer hat, ne, also wem sollten wir mehr zuhören. Das heißt, wird ja immer gesagt, Doppelpunkt ist barrierefreier. Das wird aber nicht von behinderten Menschen selber gesagt. In der Regel gibt natürlich auch welche, die da sagen, okay, Doppelpunkt ist barrierefreier, aber die lautesten Stimmen an der Stelle sind einfach nicht behindert. Und gleichzeitig müssen wir da halt auch gucken, okay, dominieren in Verbänden, also welche Perspektiven dominieren jetzt in Verbänden behinderter Menschen, und eigentlich bräuchte es da ja gute Bündnisse von queeren Menschen, feministischen Gruppen, also coolen feministischen Gruppen und behinderten Menschen, die ja nochmal zusammen austarieren, was so der beste Kompromiss ist bezüglich geschlechtsinklusiver Sprache, die eben sowohl zugänglich ist als auch Repräsentation schafft. Und gut, also das ist ja das, was wir die ganze Folge lang eigentlich sagen. Es ist ja noch keine, in Anführungszeichen, abschließende Entscheidung gefallen, aber da wird ja auch es gibt ja auch keine Abstimmung darüber. Es ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Genau, und ein Prozess, bei dem neben Barrierefreiheit auch immer wieder auf die Rechtschreibregeln verwiesen wird. Und da ist einfach auch die Frage, sind uns die Rechtschreibregeln und der Sprachgebrauch, wie er gerade ist, wichtiger, oder ist es unser Wunsch, Leute sprachlich sichtbar zu machen und in nicht verletzender Weise anzusprechen? Im Lexikon haben wir heute den Begriff strategische Inkompetenz, beziehungsweise auf Englisch wird auch der Begriff weaponized incompetence verwendet, also auf Deutsch so viel wie als Waffe eingesetzte Inkompetenz. Und was ist das jetzt? Wir kennen das vielleicht alle so ein bisschen, wenn Menschen zum Beispiel sagen im Haushalt, ich weiß nicht, wie das Bügeleisen funktioniert, oder ich kann nicht bügeln, weil ich weiß das nicht, oder vielleicht mehr in Bezug auf unsere Folge, ich habe Angst beim Gendern was falsch zu machen und darum mache ich es erst gleich gar nicht oder probiere ich es gar nicht. Das kann strategisch eingesetzte Inkompetenz sein, um die Aufgabe loszuwerden oder an eine andere Person abzugeben oder einfach nicht zu gendern. Da gibt es aber natürlich einen Unterschied. Also eine Person kann ja auch mal etwas wirklich nicht wissen oder noch nicht gemacht haben oder sich wirklich schwer tun. Aber es gibt einen Unterschied dazwischen, wenn eine Person sagt, ja, ich mache es jetzt erst gar nicht, weil ich kann das nicht. Oder wenn eine Person sagt, ich tue mir schwer, es kann sein, dass ich was falsch mache, zeig mir das nochmal. Oder ich gebe mir trotzdem Mühe und manchmal läuft es schief. Und
Das nur, um abzugrenzen, dass nicht jede Person, die mal sagt, ich habe Angst, da was falsch zu machen oder ich kann das noch nicht, automatisch strategische Inkompetenz einsetzt, natürlich nicht. Aber in vielen Fällen werden solche Aussagen eben genutzt, um unliebsame Sachen wie das Gendern oder generell unliebsame Aufgaben, eigentlich ist Gendern auch eine Aufgabe, aber gut, einfach abzuschieben oder auch auf eine andere Person abzuwälzen, zum Beispiel in Bezug auf Haushaltstätigkeiten. Wir sehen ja beispielsweise, dass statistisch immer noch der größte Teil an Hausarbeit und Sorgearbeit von Frauen getragen wird und zum Teil eben auch aufgrund von strategischer Inkompetenz bei ihren Partnern. Das heißt jetzt nicht, dass strategische Inkompetenz immer bewusst angewendet wird. Also es gibt natürlich Leute, die das bewusst anwenden oder die bewusst sagen, nee, ich kann das nicht, um eine Aufgabe loszuwerden. Aber solche Dinge können auch unbewusst angewandt werden. Und deswegen ist es vielleicht für den Anfang erstmal wichtig, das zu erkennen und als Strategie einfach auch zu benennen und dann im Fall des Falles zu schauen, ja, wie ist das bei der Person jetzt? Genau, also strategische Inkompetenz. Für die Kulturecke haben wir heute einen Blogbeitrag von Jadi dabei, und zwar: Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade eine nicht-binäre Person kennengelernt. Der ist von 2021 und immer noch aktuell. Im Blogbeitrag findet ihr den gleichnamigen Flyer. Der wurde von Jadi und mit vielen Ideen und Beiträgen vom Nicht-Binäre-Menschen-Discord-Server erstellt. Der Flyer ist klein und handlich und kann von allen selbst ausgedruckt werden, kann auch bei Jadi angefragt werden und auch bei Bedarf verändert werden. Ihr könnt den Flyer zum Beispiel Menschen geben, die automatisch andere Menschen oder euch als Frau, als Mann, Mädchen, Junge, Tochter, Sohn, Mutter, Vater oder so einordnen. Und im Flyer gibt es dann Basisinformationen zu Nichtbinarität, zum Beispiel, was das heißt, dass es nicht die eine Art Nichtbinarität gibt und dass es auch nicht das dritte Geschlecht ist, sondern halt mehr. Und natürlich auch was zu Anrede, zu gendersensibler Sprache. Und zwei QR-Codes leiten dann auch noch zu weiteren Informationen, wenn die Person noch mehr wissen möchte. Ja, Noah, was nimmst du denn mit aus der Folge? Ja, also auf jeden Fall eine ganze Menge Deutschkenntnisse. Also ich habe mich so auch nie so viel mit Grammatik beschäftigt. Na gut, das stimmt nicht, in der Schule schon, aber ich habe es erfolgreich verdrängt. Vorher wie jetzt. Und vor allen Dingen nehme ich mir mit, was es für unterschiedliche Formen gibt, geschlechtersensibel zu sprechen. Und ich glaube, ich habe Bock, ein bisschen damit rumzuexperimentieren. Und ja, doch, ich finde es echt spannend. Und ja, Finn, was nimmst du denn mit? Ja, also ich glaube, ich nehme erst mal ganz, ganz viele Folgenideen mit. Ich glaube, zu dem Thema oder Themen rund um dieses Thema können wir noch ganz viele Folgen machen in Zukunft. Und da bin ich schon gespannt drauf. Ja, und weil ich so oft gesagt habe in dieser Folge, nehme ich mir jetzt mit, dass vielleicht ein paar Leute sich meine Worte zu Herzen nehmen und in unsere Shownotes schauen und sich diese Studien selber zu Gemüte führen. Ihr müsst uns nicht alles glauben. Ihr könnt euch selbst informieren. Ja, Delphine, wie sieht's bei dir aus? Ich nehme mir auf jeden Fall mit, dass es mehr Arten zu gendern, entgendern, geschlechtersensibel oder nicht geschlechtersensibel zu schreiben gibt, als ich jetzt auf Anhieb vorher je hätte nennen können. Das war, ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, wir haben ein paar Formen und dann ist es irgendwie sehr ausgeartet. Das ist sehr cool. Ich finde, das zeigt auch, wie vielfältig einfach Sprache ist und wie wandlungsfähig und wie sehr wir Sprache anpassen können an die Gegebenheiten und das, was wichtig ist, was Menschen wichtig ist, was für die Gesellschaft wichtig ist. Und das finde ich sehr cool. Und ja, das war jetzt so nochmal auf einen Schlag so geballt zu merken. Ja, auch irgendwie sehr empowernd, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie kreativ die Community oder generell Menschen sind. Ja, Lena, wie ist es denn bei dir? Also ich finde, eigentlich hast du das gerade sehr schön zusammengefasst, auch sehr schön formuliert. Also ich kannte das Wort pseudogenerisch noch nicht. Also mir war vorher definitiv klar, dass das pseudogenerische Maskulinum nicht alle Menschen meint, aber ich wusste nicht, dass das generische Maskulinum, das diese Formulierung ausdrückt, dass es alle Menschen meinen würde.
Also das finde ich spannend. Ansonsten, wie Noir auch, sehr viel deutsche Sprache, wo ich allerdings fürchte, dass ich schon wieder einiges vergessen habe und auch noch vergessen werde. Aber es gab zumindest einige Aha-Momente und wenn ich mir die Folge anhöre und darüber hinwegkomme, dass ich meine eigene Stimme höre, dann werde ich sicherlich nochmal einige dieser Aha-Momente auch haben. Ansonsten, ich bin ein bisschen unentschieden noch, ob ich es toll finde, dass die deutsche Sprache so dynamisch ist und so viele Möglichkeiten hat zu engendern oder ob ich es eher ein bisschen anstrengend finde, weil ich nicht weiß, wo wir dann irgendwann bei einem guten Kompromiss, der die Bedürfnisse aller relevanten Parteien, also Menschen mit einbezieht, die da ein, ja, ach, das ist schwierig zu formulieren, auf jeden Fall die ja auf Zugänglichkeit von Sprache angewiesen sind und die auf Repräsentation durch Sprache angewiesen sind. So. Also auf den Kompromiss bin ich gespannt, aber gleichzeitig finde ich es natürlich total schön und finde es auch toll zu sehen, was es alles gibt und finde es auch sehr gut, dass wir darüber reden, weil ja, alle sagen immer, haben wir denn keine anderen Probleme? Aber ich bin so, ja, wir haben auch andere Probleme, aber Sprache ist jetzt auch nicht unwichtig und ist natürlich auch Teil vieler Probleme. Von daher, nö, war das sehr interessant, hier als Gastperson dabei zu sein. Komm gerne wieder. Sehr gern. Ja. Und vielen Dank auch. Auf jeden Fall. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Mir bleibt jetzt nur noch mich zu bedanken. Die Redaktionsleitung der Folge hat Delphine übernommen. Vielen Dank. Die Moderation waren Finn, Noir, Delphine und als Gastperson war Lena mit dabei. Vielen Dank, Lena. Komm gerne wieder. Hat uns Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben noch viele Pläne zu folgen rund ums geschlechtersensibel Sprechen. Das passt dann sicher wieder gut. Ja, das Vorbereitungsteam bestand aus Finn, Noah, Delphine, Charles und Lena. Den Schnitt wird Delphine übernehmen. Vielen Dank dafür. Das Schneiden ist auch immer sehr viel Arbeit. Genau, und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Rückmeldung geben wollt, Feedback habt, Ideen, Vorschläge, dann meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen alles gerne auf und schauen mal, was wir damit machen. Wenn ihr bei uns mitarbeiten wollt, meldet euch ebenfalls gerne. Wir suchen wie immer Leute im Schnitt und in der Qualitätskontrolle, aber eigentlich überall anders. Also wenn ihr euch einbringen wollt, meldet euch. Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Aber wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel. Aber das findet ihr alles auch in Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr uns natürlich immer eine E-Mail schreiben unter inspektren@gmx.net oder ihr schreibt uns auf dem Aspect German Discord Server, dort haben wir einen Kanal, in den ihr schreiben könnt und vielleicht seht ihr euch uns auch mal im Voice Chat, wenn ihr mit uns reden wollt. Ihr könnt euch mit euch reden, aber besser ihr redet mit uns. Und dann sage ich tschüss. Ciao. 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 Tschüss. Noah, jetzt Test. 10 Fluchtwörter. Ach du Gott. Pflegekraft, Bürgerschaft, Personal, Lehrling. Delphine, hilf mir mal. Wir hängen einfach überall einen Ling hinter. Besucherling. Verkäuferling. Linguistling. Leiterling? Oh ja, sehr gut. Die gewohnte Ernsthaftigkeit dieser Folge hat hiermit offiziell den Raum verlassen. Oder warum es eben doch auf den Kontext ankommt.